Hallo und herzlich willkommen zum Grugerliga Krall sie dir alle Stream mit mir, der Anker. Guten Abend! Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Aktuell gibt es ein paar Schwierigkeiten. Wahrscheinlich ist es ein paar von euch schon aufgefallen. Und zwar stream aktuell nur ich. Der gute Kirill von der Gruger Park Pokeliga hat einen Crash mit seinem Laptop gehabt. Folglich ist der Laptop hinüber. Also, das klang jetzt komisch. Also, er hat jetzt keinen Unfall oder so, sondern der Laptop ist einfach kaputt und deswegen kann er nicht mehr streamen. Hallo Epic Burger, herzlich willkommen im Chat. Wie war deine Woche bisher? Die Frage richtet sich natürlich auch an alle anderen und ich hoffe, sie war soweit ganz fresh. Bei mir ging es eigentlich. Bin ganz froh, was soweit geschafft wurde die Woche. Ich hoffe, bei euch war auch alles Roger. Sehr gut, Epic Boga, freut mich. Ich glaube, ich kann das Licht noch ein bisschen heller machen. Ja, viel besser. Ja, es gibt gar nicht so viel ber zu berichten, außer dass in 10 Tagen Pokémon Diamond und Pearl erscheinen, also die Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Hey, Nature! Guten Abend, schön, dass du reinschaust. Wir haben auf unserem Discord-Server schon ein paar Umfragen gestartet, wer welche Edition nimmt und die Spannung steigt. Mir ist klar, dass viele auf die Remakes nicht so scharf sind, aber ich freue mich für meinen Teil auf ein sehr entspanntes Pokémon-Spiel. Und ja, deswegen, ja, ich fieber ein bisschen drauf hin. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nächste Woche Urlaub. Was wieder eventuell euch zugute kommt, weil ich dann vielleicht nochmal streamen könnte und nicht nur einmal die Woche. Und ich habe Urlaub und die Pokémon-Spiele kommen raus. Es ist einfach perfekt. Ich freue mich schon so megamäßig drauf. Für dich doch immer, schreibt Nature Mate. Oh, danke schön. Das freut mich. Ja, und wisst ihr, worüber ich mich noch freue? Ja, aufs Pokémon-Spielen heute Abend. Ich sag dir, es lief ganz gut die Woche in der Arbeit, aber es war auch recht stressig. Und da freue ich mich immer auf eine gute Runde Zocken mit euch. Seid ihr bereit? Dann legen wir gleich los, denn heute schauen wir doch mal, was der Poképlatz für uns bereithält. Der ominöse. Wir schauen noch mal kurz auf unser Team. Wir haben aktuell Domitius, Blitzer, P-Queen, ganz neu bei uns im Team, ist jetzt aktuell natürlich auch der Schwächste. Kirill in Form von Vivien, Theodore und Mrs. Hades. Sieht eigentlich ganz cool aus soweit. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Flugtyp. Psycho wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber wir werden sehen, welchem Pokémon wir noch begegnen. Aktuell haben wir 14 Pokémon, Krypto-Pokémon gefangen. Und 6 davon erlöst. Einer davon ist jetzt im Orbit, um nach und nach erlöst zu werden. Aber wer weiß, wenn es hier wirklich wilde Pokémon gibt, dann werden wir das heute herausfinden, denn wir gehen jetzt zum Poképlatz und da soll es angeblich wilde Pokémon geben. So, das ist das Pokémon-Hauptlabor. Das ist vielen von euch ja schon ein Begriff. Und wir legen gleich los und schauen uns diesen Wüstenplatz an. Wüstenplatz, ein Poképlatz mit Steinkreis, an dem wilde Pokémon erscheinen. Und wir düsen wieder los mit unserem Roller ohne Helm, wie mir auffiel, deswegen auch der Text heute auf Twitter. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie auch heute wieder zu Chloes Kurzreport mit bahnbrechenden Neuigkeiten. Heute besuchen wir Grant, den Entdecker des Poképlatzes, also dem Ort, an dem wilde Pokémon auftauchen. Man hört, Grant ist es zu verdanken, dass wilde Pokémon so unglaublich populär sind in Pirithus. Ja, das haben wir letztes Mal erfahren, in Pirithus ist Top-Thema gewesen. Herr Grant, das ist alles, also der Poképlatz, den Sie entdeckt haben. Ja, Epic Burger schreibt gerade fescher Hut. Ich muss auch sagen, Grant ist ganz schön so herausgeputzt im Vergleich zum letzten Mal. Sieht richtig fesch aus irgendwie. Gut, die Nachrichtensprecherin ist mir ein bisschen zu ernst.
Aber egal, fahren wir fort. Hallo, ich bin Gra. Ja, das ist absolut richtig. 15 lange, aufzehrende, schlaflose und nervenzerfetzende Jahre suchte ich nach diesem Poképlatz. 15 Jahre, das ist ja echt ewig. Ja, hi, Darfnex, schön, dass du reinschaust. Willkommen im Chat, guten Abend. Ich hoffe, dein Montag und Dienstag war gut, also so gut wie bei mir. 15 Jahre? Wirklich? So lange schon? Auch Chloe kann es nicht glauben. Aber verlieren wir uns nicht in unwichtigen Details, sondern sprechen wir doch über das Wesentliche. Nicht Zoe? Wer ist Zoe? Ich heiße Chloe. Selbst ich konnte mir das merken, Gra. Ja, okay. Ich möchte nun erklären, wie man wilde Pokémon zu einem Poképlatz lockt. Also, ich bräuchte jetzt jemanden, mit dem ich jetzt demonstrieren kann. Ich melde mich freiwillig. Take me. Hey, du da. Ja, du Kleiner. Du wärst genau richtig. Komm doch mal her, Junge. Ich finde ja, Gra hat so ein bisschen was vom Hipster aktuell. Oder, ich weiß nicht, dieser Hut könnte auch Richtung Gärtner gehen. Er sieht so ganz anders aus als in der vorigen Edition. Okay. Dann schauen wir doch mal, für was uns hier Grand benutzen will. Ich genieße noch mal kurz die Landschaft. Kann man da... Sind hier vielleicht so ein paar Schachteln versteckt? So ein paar Battle Royale TS? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Alles klar, mein Freund. Ich sage dir, wie man wilde Pokémon zu einem Poképlatz lockt. Vor allem brauchst du das Pokésnacks der Marke Grand. Hier, ich gebe dir mal ein paar. Ja, klar. Du hast das Patent drauf, oder? Der Marke Grand. Ich habe 10 Pokésnacks von der Marke Grand bekommen, okay? Können wir die nicht einfach mit Battle Royale TS hinlocken oder so? Was meint ihr? Also, mein kleiner Freund, leg jetzt diese Pokésnacks auf die runde Fläche hier. Na hopp, mach schon. Also so geht's mal gar nicht, ne? Ich habe mich hier freiwillig gemeldet. Oh nein, er lässt mich nicht fortgehen. Ich muss es machen. Epic Burger schreibt, das sind Battle Royale TS. Nee, ich glaube, der hat lauter so kleine Riegel gemacht oder sowas. Nein, er lässt mich nicht mehr gehen. Ja gut, ich mach's ja schon. Okay, hier ist kein Pokésnack ausgelegt. Wie viele möchtest du auslegen? Ja, erstmal nur einen, oder? Was meint ihr, Chat? Nature schreibt, naja, wer weiß, wie sehr sich das Rezept unterscheidet. Guter Punkt. Skipjay, hey, willkommen im Chat. Schön, dass du da bist. Die Battle Royale TS brauchen wir eher, um dich zum nächsten Ort zu locken. Richtig, ich glaube, das wäre eher was für mich. Epic Burger schreibt, Burger in Riegelform. Ja, das wär's doch. Hey, Moinkart, willkommen im Chat. Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche bisher? Also Leute, ich lege jetzt hier mal einen Riegel ab, okay? Oh, da liegt ja sogar wirklich was. Also, habt ihr das gesehen? Es ist irgendwas Viereckiges. Das kommt dem Burger in Riegelform vielleicht gar nicht so unähnlich. Sehr schön, mein kleiner Freund. Hörst du auf, mich klein zu nennen? Das ist ja noch schlimmer als Brudi. Obwohl, nee, nichts geht über Brudi. Genau so. Wenn du die Pokésnacks abgelegt hast, musst du den Platz verlassen. Irgendwann erscheint dann ein wildes Pokémon. Man muss nur ein bisschen warten. Je mehr Pokésnacks du auslegst, desto länger wird das Pokémon bleiben, um sie aufzufressen. Das macht das Fangen einfacher. Und das ist auch wichtig. Meine Spezialanfertigung, der Poképlatz-Sensor. Er ist, wie man sicher zugeben wird, absolut genial. Meine Güte, haben sie denn etwas selbst entwickelt und hergestellt? Also ich glaube, ich weiß langsam, warum er 15 Jahre gebraucht hat. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Ja, aber verlieren wir uns nicht in unwichtigen Details, sondern sprechen wir doch über das Wesentliche, nicht Zoe? Ich heiße Chloe. Übrigens, Gra, können Sie uns etwas über den Poképlatz-Sensor sagen? Jetzt kommt's für 9.999 Poké-Dollar. Da
Das wollte ich eben ansprechen. Mein Poképlatz-Sensor ist spitze. Er meldet jegliche Bewegung an jedem Poképlatz, wo immer du auch gerade bist. Hier, mein Freund, zum Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast, möchte ich dir auch etwas schenken. Steck es in deinen PDA. Das ist alles, was du tun musst. Und schon läuft's. Ganz einfach. Da steht jetzt bestimmt 50.000 Mal Grand drauf. Grand Mechanics oder so. Michael hält den Poképlatz-Sensor. Skipchat trifft's genau auf den Punkt. Genau das habe ich gemeint. Genau, verlieren wir uns nicht in den kleinen Details. Sein Poképlatz-Monopol... Okay, da fehlt, glaube ich, ein Wort. Nicht in den kleinen Detail. Sein Poképlatz-Monopol wird aufgebaut. Genau, wie er. Das hat gefehlt. Aber ich habe schon verstanden. Und er hat genau, Skipchat hat genau verstanden, was ich auch mir gedacht habe. Erstmal, ja, er braucht 15 Jahre, um diesen Poképlatz zu finden. Ja, finden. Und dann, 15 Jahre später, also bis da zu dieser Veröffentlichung quasi, hat er zufällig schon Pokeriegel entwickelt und zufällig einen patentierten Sensor gebaut. Ja, klar. Ist in Ordnung, Gra. Ich glaube, der will hier ein Startup aufmachen. Alles klar, jetzt bist du bereit. Wenn jetzt dein wildes Pokémon an irgendeinem Poképlatz erscheint, melde der Poképlatz-Sensor das sofort. Ahead of Media! Hey ho, schön, dass du da bist. Willkommen im Chat. Wie war deine Woche? Also noch ist erst Dienstag, also noch nicht so viel passiert, nehme ich an. Skipchat schreibt, wer ist jetzt hier der Böse? Ja, gute Frage. Ich habe insgesamt 3 Poképlätze entdeckt. Einer davon liegt westlich von hier. Okay, immerhin. Aber das ist ja schon wieder unfair, ne? Ich habe 10 Pokeriegel bekommen für 3 Poképlätze. Wieso habe ich nichts bekommen, was man durch 3 aufteilen kann? Siehst du, irgendwo in dieser Gegend. Genau, schick das Kind einfach irgendwo hin. Nutze die Poképlätze und fang dir ein paar wilde Pokémon. Probier's ruhig mal aus, kleiner Freund. Ich werde hier völlig unterschätzt in dieser Gestalt. Im Kolosseum war ich halt einfach mal badass. Okay, wir haben hier einen Snack ausgelegt. Jetzt reden wir mal kurz mit der Chloe. Du bist so ein Glückspilz. Eine Privatstunde von Grand persönlich zu bekommen. Da wird man schon ein bisschen neidisch. Oh, was kommt jetzt? Oh nein, läuft die Kamera etwa noch? Das war Chloes Kurzreport, unser heutiger Gast Grand. Einen schönen Tag und bis bald. Also ist die Wüste eigentlich voller Viecher, die trauen sich nur nicht raus, schreibt Epicboga. Ja, sieht so aus, die haben sich alle versteckt vor der Menschheit. Skipchair schreibt, wir nehmen einfach Michael und schieben ihn woanders hin. Grand, kein Seestern. und der Head of Media hat auch noch was geschrieben. Schlimm genug für eine Woche, es kann die nächste kommen. Ah, ist quasi schon wieder Zeit für Ende der Woche, oder? So gefühlsmäßig. Na, dann hoffe ich doch für dich, dass die Woche schnell rumgeht. Nature schreibt, naja, wenn du die Riegel schön hättest aufteilen können, dann hättest du nicht von Anfang einen Grund, neue zu kaufen, um die Asymmetrie zu verhindern. Ja, das ist einfach wieder eine Verkaufsmasche von diesem Grand. Eindeutig. Yeah, jetzt kann jeder in Oray wilde Pokémon fangen. Wenn ich Urlaub habe, werde ich das selbst auch mal ausprobieren. Ah, okay. Also ich lasse jetzt mal den einen Riegel liegen, aber wenn ihr sagt, es lohnt sich mehr hinzulegen, sagt mir kurz Bescheid. Epic Burger schreibt außerdem, er mag Floe. Ja, ich mag Toe auch. Also Toe ist echt kompetent. Die sollte weiter Bericht erstatten. So, dann schauen wir uns mal den nächsten Poképlatz an. Und zwar ist es der Oasenplatz. Ich nehme mal stark an, dass unser PDA uns sagen wird, sobald irgendwo ein Pokémon auftaucht. Ich hoffe doch. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Zeit, in der es da bleibt oder gefangen werden kann. Aber das finden wir schon raus. Oasenplatz. Ein Poképlatz als Wüstenoase, an dem wilde Pokémon erscheinen. Gut, probieren wir gleich wieder aus. Ah, heute habe ich richtig Bock auf den Stream. Oh, das ist hübsch. Das habe ich schon mal gesehen.
Ich glaube, das war irgendwo in der Anleitung mit drin. Ich habe da einen Screenshot gesehen, glaube ich. Naja, aber wer liest schon Anleitungen? So. Ach, hübsch. Ja, das habe ich mir über Pokémon Kolosseum aber auch schon gedacht. Wieso gibt es eigentlich keine Oasen? Das ist jetzt in XD alles sehr viel schöner aufgebaut. Oh! Gra kommt angewatschelt und ist uns gefolgt scheinbar. Mit seinem Tuch. Oder ist es sein Haar hinten? Ach, du bist es. Du bist auch der Kleine, der uns bei dieser Reportage geholfen hat. Danke, mein kleiner Freund. Ich bin überrascht, dich an einem Ort wie diesem zu sehen. Das bedeutet wohl, dass du dich sehr für wilde Pokémon interessiert. Naja, du hast mir den Ort verraten. Und ich zitiere, du hast 15 Jahre gebraucht, um ihn zu finden. Das ist doch wunderbar. Dann hat es sich ja tatsächlich gelohnt, dir davon zu erzählen, meine ich. Also, mein kleiner, aufrechter Sammler wilder Pokémon, ich habe da Informationen, die dich interessieren könnten. Aber, mein kleiner Freund, ich hatte da auch eine kleine Bitte. Du hilfst mir und ich helfe dir. Abgemacht? Na gut. Ich danke dir vielmals. Weißt du, es gibt manche Pokémon, die man nur sehr selten an einem Poképlatz zu sehen bekommt. Knackleon, Gewaia und Felino. Es ist mir bisher einfach nicht gelungen, diese drei zu fangen. Knackleon, Gewaia und Felino, merken wir uns. Wenn du sie fangen könntest, würde ich sie lieben gern gegen andere Pokémon tauschen. Aber Knackleon... Ich zähle auf dich, mein Freund. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Okay, ich sehe es jetzt. Er hat schwarze Haare und so ein komisches Tuch hinten raushängen. Ups, da hätte ich fast was vergessen. Ich wollte dir doch dieses besondere Information geben, nicht wahr? Ah, der dritte Platz. Geh weiter Richtung Nordost zu einem Poképlatz, der gut versteckt in einer Höhle liegt. Oh, wie cool. Nature schreibt, naja, wenn du die Riegel schon hättest aufteilen, okay, das haben wir schon gehabt, die Oasen wurden alle von der Wüstenbar aufgekauft. Warum sonst? Okay. Gut, ja, möglich. Grasch sagt noch, das ist mein Lieblings-Poképlatz, den musst du dir unbedingt ansehen. Also ich sollte jetzt gehen. War mir wirklich eine Freude, mein kleiner Freund. Ich gehe zurück nach Pirithos. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Ja, das machen wir in unserem Hometown sind wir ja oft. Bis bald, mein kleiner Freund. Adios. Ciao, viel Erfolg mit deinem Startup. Okay. Nature Mate schreibt, in Ore regiert halt der Kapitalismus. So ist es, Nature. Genau so ist es. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, ne? Ah, du hast nicht genug Punkte. Jetzt hätte ich echt damit gerechnet. Du hast nicht genug Punkte. Ich habe 32.000 oder so. Soll ich dir welche abgeben? So, jetzt legen wir hier auch mal... Hier machen wir mal 2. Weil wir es können. Und dann hauen wir wieder ab. Jetzt können wir auch noch mal ein bisschen genauer gucken. Aber man erkennt es nicht wirklich gut. Es könnte ein Stück Käse sein oder so. Nature schreibt, kommt davon, wenn man alles für Kapitalismus ausgibt. Ja, verstehe ich. Also ihr könnt Kanalpunkte einsetzen in meinem Stream, ne? Nur für alle, die es nicht wissen. Es gibt diverse Optionen, um eure Kanalpunkte rauszuhauen. Zum Beispiel frag Kelvin. Da müssen wir ins Labor von Dr. Bakus und mit Kelvin, Kelvins neueste Erfindung uns anschauen. Wir haben außerdem für den Kralsi dir alles Stream die Keilerei, das heißt, ich muss mit dem Nächstbesten kämpfen, der mir auf dem Weg begegnet. Egal wer das ist, egal wie stark der ist. Dann haben wir noch... Ist alles Pokémorgen. Ein Wunschkrypti, wenn ihr ein besonderes Pokémon im Team haben wollt. Ein Wunschkrypti eben. Krypto-Pokémon. Könnt ihr dafür auch Punkte ausgeben. Kostet 5000. Und natürlich der gute alte Kapitalismus, der übergreifend für alle Streams gilt, der Krugerliga. Epic Burger schreibt, ach witzig, seht ihr das? Da ist jetzt klar so ein Symbol noch. Da sehe ich, wie viel Snacks ich ausgelegt habe. Kann das sein? Ach witzig, seht ihr das? Sieht echt aus wie so ein Stück Käse. Okay.
gehen wir noch zu der Höhle. Epic Burger schreibt noch, also verlierst du deine Ressourcen wegen Kapitalismus. Diese Ironie. Oh. Oh Gott, nein. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Was glaubst du, was unser Boss als nächstes vorhat? Sagt Heim. Mann, dieses Leben macht echt keinen Spaß mehr. Ich brauche endlich mal etwas Ruhe. Hey, jetzt hör mal auf zu jammern. Du weißt doch, was der Boss immer sagt. Irgendwann wird es das Team D-Queen geben und wir werden alle Pokémon der Welt besitzen. Aha. Team D-Queen, ich dachte, er will vielleicht eine Band gründen oder so. Klar, glaubst du allen Ernstes, dass wir je so was Großes auf die Beine stellen? Okay, warum seid ihr genau in dieser Höhle? Ich spreche sie gleich an, ich lese nur kurz den Chat. Skipjay schreibt, bekommst für ein Knackleon ein Medite, für ein Gehweiher ein Potrott und für ein Felino ein Lavita. Oh, danke schön fürs Nachschauen. Team D-Queen, ja, wir sind jetzt alle Team D-Queen. Wer will nicht Team D-Queen sein? Also wer Team D-Queen sein möchte, schreibt in den Chat. Ich bin dabei. Gut. Trotzdem, schauen wir doch mal, was sie da machen. Was, Boss? Puh, nur ein kleiner Junge. Schleich dich gefälligst nicht so an. Sei doch nicht so nervös, ich habe doch mein Radar. Damit wissen wir immer, wann der Boss in der Nähe ist. Stimmt. Der Radar zeigt etwas an. Es ist der Boss. Die Queen. Leute, die Queen ist im Anmarsch. Wie ich es prophezeit habe. Da ist er. Sieht hier ganz anders aus. Ist der größer geworden? Nein, ich bin kleiner geworden. Hallo, ihr Süßen. Habt ihr mir ein paar Pokémon gefangen, wie es euer Auftrag war? Na, Musik aus? Aha. Ich nehme den süßen Duft vom Pokémon wahr. So viel ist klar. Vielleicht bist du nur ein kleiner Knabe. Du wirst nichts haben. Oder aber ein Trainer mit guten Gaben. Wie wäre es, wenn du meinem kleinen Ensemble beitrittst? Sei einer von uns und bald werden dir alle Pokémon der Welt gehören. Ja, eigentlich haben wir gesagt, wir sind Team D-Queen, ne? Skipjay schreibt, er ist Team Rätselmeister. Okay, wir sind Team D-Queen. Der Chat schreit's in den Chat. Danke, Nature, für dein Statement. Wir legen los. Aber, schnell ist die Jugend mit den Worten. Aber bist du dir auch ganz sicher, mein Lieber? Das will gut überlegt sein. Dein ganzes Leben würde sich ändern. Willst du wirklich das Leben eines Kriminellen führen? Na, willst du? Ach komm. Ich drück nochmal ja. Aber, schnell ist die Jugend mit den Worten. Aber bist du dir auch ganz sicher, mein Lieber? Das will gut überlegt sein. Okay, leider können wir hier nicht Ja drücken. Mist. Ah. Okay, wir sind trotzdem die Queen, Team D-Queen im Herzen. Und müssen hier leider Nein drücken, weil das Spiel uns dazu zwingt. Das tut mir leid, Leute. Ja, Nature schreibt schon in den Chat. Ja, verdammt. Na gut. Wir sind nicht kriminell. Ja. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich konnte förmlich riechen, dass du keinen Rhythmus im Blut hast. Und was tut man mit einer Dissonanz? Man tanzt. Sie in Grund und Boden. Ich beweise dir die Macht der Eleganz. Kipp bitte nicht gleich aus den Latschen. Und Musik bitte. Okay, let's fight. Schade, dass es das Spiel dazu zwingt, wirklich Nein zu sagen. Und er setzt die guten alten Lombreros ein. Von Flaneur die Queen. Flaneur die Queen, okay.
Naja, vorher war er Vorstand, ne? So, du Mischis und Blitzer, ihr seid dran. Zeigen wir ihm, was für ein Rhythmusgefühl wir haben. Blitzer? Donnerschock, zeig's ihm! Ja, Donnerschock ist halt leider nicht so stark und auch nicht sehr effektiv, weil nochmal Pflanze. Das geht da bestimmt auf Domitius mit. Ja. Aber zieht nicht so viel ab. Wasserpflanze. Und Lombrero ist down. Kann man dann fast mit Biss angreifen, ist wahrscheinlich besser. Sehr gut gemacht, meine Freunde. Jetzt kommt noch ein Lombrero, die später alle schöne, wunderschöne Kapaloris sein werden, so wie die Queen kennen. Aber das macht uns nichts aus. Meint ihr, er hat ein Krypto-Pokémon? Das wäre schon cool. Blitzer, Zeit für Biss. Hey, ich habe mich nicht versprochen. Ist euch das aufgefallen? Normalerweise verspreche ich mich bei der Attacke immer. Ah, gut getankt, Blitzer. Sehr schön. Weiter. Nochmal Megasauger auf unser gutes Domitius wahrscheinlich. Ja, leider. Aber Domitius hält ja gut was aus. Los, Zeit für Body Slam. Hat nicht ganz gereicht diesmal. Vielleicht sollten wir doch lieber auf Donnershop gehen. Aber der Body Slam müsste dann reichen und dann versuchen wir es mit. Jetzt muss ich es doch nochmal testen. War jetzt Donnerschock stärker oder Biss? Ja, Donnerschock war stärker. Lombrero setzt Aquaknarre ein. Das macht uns gar nichts aus. Super Blitzer, weiter so. Jetzt im Pokémon XD haben wir tatsächlich sehr viel weniger Probleme mit dem Folio-Modus und Pokémon, die sich im, noch kryptonisiert sind. Weil wir die Pokémon sehr viel schneller erlösen konnten als im letzten Spiel. Es war mitunter schon ein krasses Handicap, aber wir haben uns. Deswegen war auch Kolosseum sehr viel härter und das ist sehr viel einfacher. Jetzt kommt ein Voltoball und es ist ein Krypto-Pokémon. Nature schreibt, Donnerschock und Biss sind hier exakt gleich stark. Okay, dann habe ich mich verschaut. Fällt euch auch gerade auf, warum er einen Voltoball hat? Warum hat er einen Voltoball? Ja, ganz einfach, weil wenn du Voltoball jetzt einmal um 90 Grad drehst, ist es einfach sein Afro. Sag ich euch. So, wir versuchen. Oder wir tun es erstmal paralysieren. Hashtag Afro, ja? Sagt Epic Boga auch, seht ihr? Ah ne, das ist ja ein Elektro-Pokémon. Ah! Na gut, dann versuchen wir es zu fangen. Nature schreibt, also die Erklärung finde ich aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Findest du? Würdest du das wirklich, Nature? Also ich finde, ich habe es exakt getroffen. Krallball, los! Schnapp es dir! So, drückt uns die Daumen. Ob das schon reicht? Yes! Voltoball ist unser! Haben Afro herbeigezogen, fügt Epic Boga hinzu. So, jetzt muss nur noch Lombrero down gehen und dann haben wir's. Skipje schreibt, also wenn ich Voltoball um 90 Grad drehe, sehe ich rot. Das sind 180 Grad. Oder? Doch? Bin mir ziemlich sicher. Ich bin in Mathe schlecht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ach, Skipje schreibt, weil er es auf einer anderen Achse gedreht hat. Du, ne?
Ihr macht mich verrückt. Du wirst nur das Rot nach vorne drehen. Wir haben die Queen besiegt. In diesem Moment haben wir die Queen besiegt. Du hast mich total aus dem Takt gebracht. So geht das nicht, ruft er noch in die Höhle. Und Volte Ball wurde auf dem PC übertragen. Ob er immer weich fällt mit diesem Afro? Ist wahrscheinlich auch gleichzeitig sein Kissen oder so. Oh, du. Mir stehen die Haare zu Berge vor lauter Wut. Glaube ja nicht, dass es damit vorbei ist. Warte nur, ich werde dir in Bälde und in gewohnter Eleganz in den Allerwertesten treten. Vorhang bitte, ich muss weg. Nature schreibt Kissen, Helm und Hammer Space in einem der Afro. Ja, denke ich auch. Oh, Leute, der hat irgendwas fallen lassen. Das schnappen wir uns noch. Was ist es wohl? Wir haben den Queen-Radar. Jetzt wissen wir immer, wenn Queen sich uns nähert oder sich in der Nähe befindet. Diese Anleitung gehört wohl dazu. Anplöt Anleitung für den Radar. Lies sie und vernichte sie dann. Hat er wohl nicht gemacht. Dieser Radar zeigt dir, wo die Queen, also der Boss, gerade ist. Sobald der Boss irgendwo auftaucht, erscheint ein Zeichen auf dem Schirm. Sobald du das Zeichen siehst, check den Radar. Er sagt dir, wo genau er gerade ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wo der Boss ist, wenn er nicht auf dem Radar erscheint. Du weißt doch, wie seltsam unser Boss ist. Man weiß nie, was er so treibt. Wahrscheinlich ist er auf Pokémon-Jagd oder so. Jedenfalls irgendwo außerhalb der Reichweite des Senders. Nein, wir lesen diese Anleitung nicht nochmal. Oh, gleich habe ich eine Nachricht auf dem PDA bekommen. Nature schreibt, diese Anleitung wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Ja, wäre eigentlich gar nicht so dumm von den Zweien. Byte hat uns geschrieben. Michael, ich konnte die CD-ROM noch nicht entschlüsseln, aber ich habe etwas über den Kryptoplan herausgefunden. Komm bitte schnell her, das kann ich dir nur persönlich mitteilen. Oh ja, genau, nicht, dass diese Nachricht noch abgefangen wird, ne? So, wir legen aber erstmal einen Pokesnack hier hin. Und hier packen wir 3 Stück hin. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. So, jetzt haben wir hier wieder unseren Käse. Hier hinten ist so ein schöner Wasserfall oder sowas. Hübsch. Schau mich nur ein bisschen um. Cool. So, wir speichern mal kurz. Und damit haben wir 15 Krypto-Pokémon. Das könnte man eigentlich gleich hier ändern. Geht das? So. Gleich mal geändert. Und weiter geht's. Oder wollen wir uns den Radar kurz anschauen, wie der aussieht? Kryptodaten, Taktikmega, Pokeplatzsensor. Okay, also anscheinend ist es dann wirklich so, dass auf unserem Bildschirm irgendeine Art die Queen-Symbol erscheint. Vielleicht ein großer Afro oder so. Höhle, Oase, Wüste. Okay. Somit habe ich einen Überblick, welche Pokeplätze jetzt mit Snacks bespielt sind. Jetzt wird mich halt nur interessieren, wann Pokémon auftauchen. Wir schauen mal zu dem ersten Platz nochmal, zu diesem Wüstenplatz. Ey, dieser Roller wird irgendwie immer schneller. Ich habe den Fall nicht getuned, ich schwöre. Nö, ist immer noch einfach nur ein Snack hier. Dann gehen wir mal zurück nach Piritus. Epic Boker schreibt, Möb, durch die Wüste, ja. Fühlt sich immer noch total toll an, mit diesem Roller überall hinzufahren. Im Vergleich zu Kolosseum. Nature schreibt, du bekommst eine Nachricht, wenn ein Pokémon erscheint. Oh, danke schön. Ja, davon bin ich jetzt auch ausgegangen, nachdem jetzt beim Nachsehen nichts da war. So, wo ist unser Hometown? Da! Zu erkennen an der silbernen Kugel, die wahrscheinlich jetzt dieser Nachrichtensender ist.
Kyle, der neue Wächter von Pirithus, der hat sich ganz schön gemacht. Ich mag ihn trotzdem nicht. Wir werden ihn einfach so oft es geht verprügeln dann. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der gute Byte für uns hat. Hoffentlich nicht nur ein Byte Info, das wäre ein bisschen wenig. Oh! Oh! Oh, es gibt Schwierigkeiten. Ein paar zwielichte Typen kamen reingestürmt und haben Chio, das Mädchen, am Empfang entführt. Oh je. Knilz, hast du was gesehen? Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Wie sahen die Täter aus? Wo sind sie hingegangen? Okay, das war nicht sehr hilfreich. Okay, dann schauen wir mal, ob wir innerhalb des Gebäudes mehr erfahren. Wieso sollten sie die Empfangsdame entführen? Meisterdetektiv... Oh, da geht's schon los. Meisterdetektiv Anker übernimmt den Fall. Richtig. Hey, da, hier kommst du nicht weiter. Oh, jetzt nimmt's aber Fahrt auf, die Story. Kryptoknecht Brad greift uns an. Mit seiner Shining Armor. Kanivana und Schmerbe. Schmerbe, Schmerbe. Los, du mischst hier so ein Blitzer. Ich glaube, du mischst jetzt tausche ich mal gegen Knilz, je nachdem, was der für Attacken hat. P-Queen. P-Queen ist so ein toller Name. Ich danke dem Chat dafür. Zu den Verattacken. Megasauger, perfekt, den hauen wir rein. Kämpfen, Donnerschock, zack. Warum sagt der Knilz nur so wenig? Vielleicht, weil das Knilz zu den Bösen gehört? Oh! Du meinst, das Knilz am Empfang war die ganze Zeit der Spion? Was weißt du, Knilzklopf? Sagt Nature Mate. Wir verprügeln jetzt einfach den und der sagt uns dann schon, was los ist. Sehr gut, Blitzer. Gut gekämpft. Wir sollten euch vielleicht nochmal heilen. Lebensuhler. Gute Idee, Schwerbe. Ah, der hat auch nur die zwei Pokémon. Okay. Dann nutzen wir die Runde... Bitte schreibt, it was an inside job from the beginning. Nature schreibt, Moment, wenn das Knilz am Empfang ein Spion ist, was ist dann mit unserem? Seht ihr diesen Blick? Diesem Blick muss man vertrauen. Unser Knilz kann kein Spion sein. Nein, das glaube ich nicht. Dünn, dünn, dünn. Super Blitzer, gut gekämpft. Das war's. Wir haben ihn fertig gemacht. Und jetzt soll er uns gefälligst sagen, was hier los ist. Blitzer erreicht Level 22. P-Queen bekommt 111 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir nehmen P-Queen mal nach vorne. Von einem Winzling wie dir besiegt. Sagt Brad noch. Aber dafür lassen wir uns nicht... Ah, verdammt, er hat sich aus dem Staub gemacht. So ein Feigling. So, was ist hier los? Sie ist abgeschlossen. Ja. Wir können die einfach aufschließen. Finde ich gut. Chio, sie haben Chio entführt. Chio ist Bites jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen vom Empfang. Du hast mit ihr gesprochen, oder? Die Eindringlinge haben sie in den Aufzug gezerrt und sind nach oben gefahren. Oh je. Okay, wissen wir schon mal mehr?
Irgendwie war mir das nicht aufgefallen, dass es die Schwester von beides. Okay. Skipjay schreibt, genau, wofür sollte das Pi im Namen auch stehen? Spion? Moment mal. Das finde ich jetzt auch ein bisschen am Afro herbeigezogen, Leute. Unser Knilz kann keiner Menschenseele was zuleide tun. Unser Knilz ist unschuldig. Das andere Knilz, das muss weg. Hey, Krugerrüpel, willkommen im Chat. Schön, dass du reinschaust. Ja, da haben wir den Experten für unser böses Team. Krugerrüpel ist da. Vielleicht kann sie Licht ins Dunkel bringen. Wir debattieren gerade darüber, ob das Knilz in dem Spiel der Spion war, weil... Ich zeig dir das mal kurz. Weißt du nicht, wie lange du schon da warst? Hier sind wir gerade im Nachrichtensender und die Empfangsdame wurde entführt. Und hier vorne dieses Knilz, das haben wir versucht dazu zu befragen. Ich habe ihn gefragt, was passiert ist, wo die Leute die Empfangsdame hingebracht haben. Aber das Einzige, was er sagt, ist Knilz, Knilz, Knilz. Und da hat Skipjay die These geäußert, dass vielleicht Knilz die ganze Zeit der Spion war und immer ausgecheckt hat, wann sie die Empfangsdame entführen können. Die übrigens die Schwester vom Geschäftsführer ist. Meisterdetektiv Anker ermittelt. Und wir werden jetzt dem hier einfach eins über die Riebe ziehen. Alle mal herhören. Wenn sich alle ruhig verhalten, wird keinem was passieren. Also keine Spirenzchen. Versuch auch nur eine die Mücke zu machen. Dann rumst's. Rumst's. Kapiert. Du kommst mir ganz besonders verdächtig vor. Mist, wir waren nicht schnell genug. Herausforderung von Kryptoknecht Morten. Aber wir werden ihn auf jeden Fall besiegen. Krebskorps und Fritzelbitz kommen in den Kampf. Wenn man vom Bösen spricht, schreibt Skipjay, genau. Ich bringe dir Dunkel ins Dunkel. Klarer Fall von Knilz auf den Pilz. Er meint wohl, Moskito zu machen. Sehr gut ausgedrückt. So, dann haben wir die Lebensschelle auf Fritzelblitz. Und natürlich den guten alten Donnerschock auf Krebskorps. Weicht aus, Freunde! Ah, gut gekontert, Blitzer. Zeit für Donnerblitz. Nein, wir haben Blitzfänger auf Fritzelblitz. Okay, wir müssen erst Fritzelblitz loswerden. Ah. Aber immerhin haben wir Schaden gemacht. Die Klammer kommt jetzt. Aber wir wollten ja Domitius eigentlich tauschen, ne? Ganz vergessen. Aber das kriegen wir hin. Wir versuchen es einfach nochmal. Da ich aber davon ausgehe, dass Blitzer ein Ticken schneller ist, machen wir hier Body Slam. Und nochmal Donnerschock. Ist mir, ich weiß, dass er das jetzt abfangen wird. Ha, Attacke ging daneben. Kugelrübe schreibt, ist der eh gleich weg. Ja. Genau, und dann kommt Body Slam auf Krebskorps. Yeah, Domitius erreicht Level 24, Leute. Der hat auch nur zwei Pokémon. Oder? Na, da kommt noch ein Slimer. Wow. Slimer haben wir im Kolosseum nie gesehen. Sowieso sehr viele Pokémon, die wir im Kolosseum gar nie gesehen haben. Flubber, ja gut, das wird jetzt nicht viel abziehen. Trifft aber beide. Krugerrübe schreibt außerdem noch, Fritzelblitz ist komisch animiert, zu verschwimmen in der Bewegung. Ja. Ja, die Animationen hier sind noch nicht perfekt, aber teilweise recht amüsant. So, Slimer ist paralysiert. Wir machen erstmal Krebskorps weg. Jetzt, wo Blitzfänger weg ist. Blitzer, Zeit für Donnerschock. Sehr gut, mein Freund. Ja, ist gut gelaufen. Schau dir mal dieses Seemobs an. Wie süß das animiert ist. Aber es ist auch verschwommen. Also, das ist einfach die Technik von damals. Wann kam das Spiel nochmal raus? Ja, ich drücke erst die Attacken.
Blitzer, los, Zeit für Biss. Gut, dass ich das geübt habe. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. 2005. Das Spiel ist von 2005. Also 2 Jahre später wie Kolosseum. Und selbst da hat sich schon viel getan in der Grafik, finde ich. Ach, das Fritzeblitz schien schlimmer, meinte Gugarübel. Okay, gut. Dann muss ich das nächste Mal nochmal schauen. Du bist härter als der Wächter am Eingang. Ja. Vielleicht sollte ich Wache halten. Aber nein, dafür habe ich keine Zeit. Er ist jetzt abgehauen. Wir können die Leute hier rauslassen. Wir tauschen aber kurz mal die Pokémon, bevor ich es wieder vergesse. Weil Domitius ist schon ein bisschen angeschlagen und wir müssen ja Pikmin sowieso trainieren. Kirill hat auch noch nicht, die haben alle noch nicht so viel, aber Pikmin hat am wenigsten. Ja, wie war deine Woche bisher, Gugarübel? Schön auf jeden Fall, dass du reinschaust. So, jetzt befragen wir mal die Zeugen. Du hast uns gerettet, vielen Dank. Aber sei bitte vorsichtig, hier treiben sich bestimmt noch mehr von diesen Kretins herum. Okay, sie treiben sich hier noch rum, alles klar. Was hast du gesehen? Ah, ich habe mich erschreckt. Es ist nicht sehr aussagekräftig. Können Sie noch mehr dazu sagen? Ach, na gut. Steht wohl unter Schock, der Zeuge. So, dann haben wir diese beiden Artisten. Ich habe befürchtet, dass sie uns auf ewig hier festhalten würden. Danke, dass du uns gerettet hast. Okay, haben sie euch damit gedroht, oder was? Juhu, wir sind gerettet, hurra! Ich dachte, wir wären verloren. Okay, die wissen auch nicht mehr. Und dann gehen wir mal rauf. Basteln Laternen am Fliesenband. Stimmt, St. Martin ist ja die Woche. Glaube ich dir. Das war bestimmt anstrengend. So, schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Auf jeden Fall werden wir die Schwester aus den Fängen des Bösen befreien. Da hält uns nichts auf. Ich habe mir gerade überlegt, ob es vielleicht einen Timeskip gibt in dem Spiel. Oh, wir wurden verfolgt. Haha, du siehst verwirrt aus. Du kannst dir nicht erklären, wie ich mit dir in den Aufzug gefahren bin, oder? Ich habe Folgendes getan. Ich habe mich ganz flach an die Decke gedrückt. Dazu macht man ganz schön Muckis, nicht schlecht was? Etwas Respekt bitte. Und jetzt kämpfen wir. Alles klar. Das habe ich tatsächlich auch erwartet, dass er das jetzt in der Art sagt, dass er sich irgendwo an die Decke gequetscht hat. Kecleon und Gehweier sind in den Kampf gekommen. Los, Pikmin, Blitzer, ihr seid dran. Da machen wir einen Megasauger. Und auch nochmal Donnerschock, wobei Gehweier ja, glaube ich, generell nicht so viel aushält. Los, Blitzer, Zeit für Donnerschock, zeig's ihm. Oh, mit einem KP überlebt. Und setzt Blubber ein. Nature schreibt, brauchst du nicht ein Gehweier für Gra? Ja, aber ich kann sie mir schlecht hier wegklauen. Ja, schade, dass es kein Krypto ist. Das habe ich mir auch gedacht. Und nochmal Megasauger, was natürlich viel zu viel war für unser Gehweier, aber gut, war halt schon drauf ausgelegt. Oh je, jetzt haben wir ihn ganz schön leer gesaugt. Hat er nur noch Stelzenbeine. Makuhita! Ah, jetzt siehst du, es wäre Flug oder Psycho gut. Das haben wir noch nicht, leider. Wir haben weder ein... Oh, und es ist ein Krypto-Pokémon. Interessant. Versuchen wir es mal so. Blitzer, los! Zeig's ihm mit Donnerschock. Ja, Kecleon, das hält zu viel aus. Das ist immer nix. Und er hat den Psystrahl. Ja, trotzdem mit seiner Psychoattacke. Gemeinheit. Jetzt überlege ich gerade, haben wir irgendein Pokémon mit Psychoattacke? Oh, Kryptoknall, krass.
Gut, wir tauschen mal, würde ich sagen. Trugschlag, P-Queen. Ja gut, das war nichts. P-Queen. Ich glaube, P-Queen lass mal nochmal drin. Den lassen wir mal Makuhita paralysieren. Und tauschen Blitzer. Wir tauschen Blitzer gegen... Oh, das kann Schaufler. Hilft uns jetzt in der Situation nicht, aber habe ich völlig vergessen. Also Psychoattacken haben wir gar keine. Aber gut, das schaffen wir auch ohne. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf Kecleon. Der hat jetzt gerade den Typ Elektro angenommen. Das heißt, wir könnten mit Kirill und Schaufler was reißen. Peter schreibt, okay, dass die Attacke Trugschlag das Pokémon garantiert nicht besiegt, ist ja nett. Aber der Schaden war eher überschaubar. Ja. Da muss man schon ein extrem höheres Level haben dann, damit das funktioniert, die Taktik. Klammergriff! Oh nein, unser guter Kirill. Und Makuhita kommt nochmal mit einem Kryptoknall daher. Nein, Kirill! Puh! Oh, wir hatten Glück, er hat überlebt, weil wir brauchen Kirill noch. Ah, Stachelspore ging leider daneben und auch der Klammergriff ist leider weiter aktiv. Das ist schlecht. Wir müssen jetzt tatsächlich eine Runde opfern, um Kirill noch zu heilen, sonst lohnt sich das Eintauschen gar nicht. Und wir setzen Schaufler ein auf Kecleon. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Kecleon setzt Psystrahl ein gegen unser süßes Knilz. Gut weggesteckt, mein Freund. Das meine ich, Gugarüpel. Diese Animationen sind so süß. Ja, der Klammergriff funktioniert natürlich auch unter der Erde, deswegen haben wir ja auch geheilt. Wir versuchen es nochmal mit Stachelspore. Weil Paralyse wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Puh, P-Queen hat es überlebt. Oh. Komm, steh wieder auf, mein Freund. Und jetzt Zeit für Schaufler, Kirill. Fast, fast. Ja, die Zunge ist lustig, ne? Ich sag ja, die Animationen sind hier super. Oh oh. Das war's leider für unseren süßen P-Queen. Gut gekämpft, mein Freund. Komm zurück. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Theodore, übernimm du. Ah, Kirill. Kirill, mein Freund. Wir müssen noch eine Attacke starten und dann können wir mal einen Pokéball werfen. Ich würde es mal gern mit Schlecker bei Makuhita versuchen, wegen Paralyse. So. Theodore, schleck ihn ab. Yeah, es hat geklappt, Leute. Kecleon kommt nochmal mit Psystrahl. Gut, alles safe. Hat funktioniert. Kirill, zeig sie mit Biss. Mach es fertig. Yes, Kecleon ist down. Und wir können uns Makuhita krallen. Zeit für einen Krallball. Na, kommt doch mal mit Kryptoknall. Aber Kirill steckt es weg. Wunderbar. Wir müssen dann mal heilen, Leute. Leider. Das hilft nichts. Wäre cool, wenn hier in dem Komplex irgendwo was zum Heilen wäre. Aber ich glaube, mich zu erinnern, da gab es nichts. Aber das Kolosseum ist ja nicht weit. Schaffen wir. So, können wir hier noch was machen? Nö. Los, Krallball. Schnapp es dir.
Jetzt heißt es Daumen drücken. Und Makuhita wurde auch gekrallt von uns. Wunderbar. Damit ist der Kampf vorbei. Schauen wir mal, was Kryptoknecht Volker noch so zu erzählen hat. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was raus. Musste ich auch unbedingt diesen Aufzug mitfahren? Ja, das war ja mehr oder minder deine freiwillige Entscheidung, ne? Also, können wir jetzt nichts für. Und damit haben wir uns sage und schreibe 16 Pokémon gekrallt. Okay, Makuhita wurde auf dem PC übertragen. Ja, wie gesagt, da ist jetzt noch ein Kryptoknecht in dem Raum. Wir sollten uns vielleicht erstmal heilen, bevor wir weitergehen. Es sind zu viele gefallen gerade. Einen kurzen Moment, bitte. Oh. Oh, ein wildes Pokémon wurde angelockt, Leute. Es kann nur das Symbol dafür sein, weil ich finde, es sieht aus wie ein Käse. Gut, dann müssen wir wohl mal gucken, welches Pokémon da angelockt wurde, nachdem wir uns geheilt haben. Ich hoffe, wir schaffen es dann in der Zeit. Nicht, dass es dann wieder weg ist. Aber das wäre ja auch irgendwie krass. So, hier ist was zum Heilen, definitiv. Das ist nämlich das Kolosseum von Pyritus, für die es nicht wissen. Da, Heilmaschine. Ja. Stay hydrated. Ich habe heute wieder viel zu wenig getrunken, Leute. Ich hatte so Kopfschmerzen den ganzen Tag. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt gegen Abend möglichst viel noch trinke. Vergesst ihr auch manchmal das Trinken beim Arbeiten? Oder während der Schule? So. Auf zum Poképlatz kurz. Wir müssen kurz die Investigation unterbrechen, weil mich die Neugierde packt und ich wissen will, was für ein Pokémon jetzt hier angelockt wurde. Nein, ich trinke kein Bier, Grugerüpel. Das ist Wasser. Ich will... Obwohl, man sieht die Marke, glaube ich, nicht. Ich halte die Marke mal zu. Das ist Wasser. Mineralwasser. Und nein, das habe ich nicht nochmal neu draufgeklebt. Wieso denkt das immer jeder? Braune Flasche muss Bier sein. Oh, jetzt haben wir gar nicht geguckt, welchen Poképlatz wir überhaupt ansteuern müssen. Ich mache nur Spaß, natürlich. Sehr unauffällig, Nature. Schreibt Nature, Anka. Ich habe dich noch nie Bier trinken sehen, war mir also klar. Ich trinke tatsächlich relativ gerne Bier. Tatsächlich, ich bin typischer Bayer. Aber ich bin unglaublich schnell betrunken. Deswegen trinke ich, wenn nicht viel. So, in der Höhle wurde was angelockt. Da müssen wir hin. Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist jetzt ein Strich weniger bei diesen Anlockungsdings. Also heißt es, umso mehr Riegel wir dahin legen, umso mehr Pokémon erscheinen. Und immer wenn eins erscheint... Oh, ein Stolt Junior. Wie cool. Es futtert gerade. Und wir schnappen es uns hoffentlich. Oh. Los, Pikmin, du bist dran. Es ist übrigens der erste 1 gegen 1 Kampf, den wir hier haben. Super cool. Skipjay schreibt, das macht das Bundesland aus, denke ich mal. Naja, wir haben halt gutes Bier, ne? Also hier ist einfach echt leckeres Bier. Da kommt man nicht irgendwie auch nicht umhin, nie Bier zu trinken, wenn man in Bayern ist. Oder Pica Colada. Ja, Pica Colada trinke ich auch gern. So, dann haben wir schon mal paralysiert. Mein Trugschlag wird wahrscheinlich so gut wie gar nichts abziehen. Ja, das war so klar. Okay, jetzt ist die Frage, wie hoch die Fangrate hier ist. Wir haben ja schon festgestellt, dass bei den Krall-Pokémon, also bei den Kryptos, die Fangrate relativ niedrig ist und dass immer ein Ball gereicht hat. Sollen wir es wagen oder versuchen wir es mal mit Megasauger?
Also ich würde sagen, ich wage es mal. Ich bin ja eher so Risiko, was das angeht. Wir haben ja genug Pokebälle. Und genug Geld im Vergleich zum Kolosseum. Skitsche schreibt, das ist unser erster 1-vs-1 Kampf. Flashback zur ersten Episode. Ah, erinnere mich nicht daran. Das war auch 1-vs-1, stimmt. Und wir haben es nicht geschafft, das Pokémon zu fangen. Wir müssen es also noch ein bisschen mehr schwächen. Ich versuch's mal mit Megasauger. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu viel. Nee, sieht gut aus. Wunderbar. Okay, ich versuch mal weiter. Wie konntest du das vergessen, Brudi? Schreibt Skipjay. Oh, es war übel. Und weißt du, was ich auch erfahren habe? Dass tatsächlich noch mehr das gleiche Problem hatten, dass sie den ersten Kampf verkackt haben, als sie Pokémon XD gespielt haben. Weil sie alle so überrascht waren, dass man jetzt sofort kämpfen muss. Und dann auch mit so hochleveligen Pokémon. Nature schreibt, jetzt ist deinetwegen das Pokémon entkommen, weil du Anka abgelenkt hast. Wie konntest du das vergessen, Brudi? Noch ist Stoll Junior da, noch ist nicht aller Tage Abend. Und wir versuchen nochmal einen Ball zu werfen. Einen ganz normalen Pokéball. Übrigens, kein Krallball. Pokéball, los! War bisher in den Spielen auch nie der Fall. Und? Wir haben unser erstes wildes Pokémon gefangen. Voll cool. Müsste ich vielleicht unten jetzt dann auch mit aufhören, oder? Krypto-Pokémon, erlöste Pokémon, wilde Pokémon. Wollen wir Stoll Junior einen Spitznamen geben? Hat da jemand einen Narren an Stoll Junior gefressen und möchte ihm einen Namen geben im Chat? Ist jetzt eure Chance. Wir nennen ihn Brudi. Wenn ihr mich nicht aufhaltet, werde ich ihn Brudi nennen. Ich finde immer die Umschalttaste für die kleinen Buchstaben nicht. Brudi ist gut. Ja, das wird uns immer an diesen Moment erinnern. So, das ist jetzt der Brudi. Sehr schön. Zwei sind schon mal dafür. Ich deute das mal als ja. Ende. Brudi, willkommen im Team Team D-Queen oder Team Michael, wie auch immer. Team Krugerliga. Cool, wir haben unser erstes wildes Pokémon gefangen. Bin stolz auf uns. Und wir gehen zurück nach Pyritus, weil eigentlich müssen wir gerade was aufklären. Oh Gott, Team Brudi. So, wie geht's eigentlich unserem Pokémon? Wenn ist unser Knilz arg angefressen? Ja, ein bisschen, ne? Also nicht schlimm. Wir speichern einfach kurz vorher nochmal und gehen erstmal so rein. Ich habe auch einen Tafelwasserautomaten gesehen vor dem Gebäude. Oh! Oh nein, es wurde schon wieder ein wildes Pokémon angelockt. Wir werden niemals die Schwester aus den Klauen des Bösen befreien, wenn wir immer, wilde Pokémon gemeldet bekommen, wenn wir unterwegs sind. Ah! Du könntest Brudi übrigens in den Erlöser einsetzen. Ja, guter Punkt. Aber ich, obwohl... Da ist gerade noch ein anderes Pokémon drin, Skipjay. Da müssen wir dann mal schauen. Finde ich super cool, dass man übrigens Kumo-Milch jetzt hier kaufen kann. Nature schreibt, man muss nur noch kurz die Welt retten, dann fahre ich zu dir. Anka, wenn sie einen Pokémon-Platz verlässt. Ja. Genau so ist es. Ich muss nur mal kurz die Welt retten. Danach fahre ich zu dir. Ihr wisst ja, was ich meine. So. Tafelwasser. Yeah. Falsches Pokémon. Wieso ist der Cursor auf Theodore? So. Besser. Claimed by Bot. Nee, erst ab 30 Sekunden, Epic Booger. So, Knilz, wir haben dich im Auge, nur dass du es weißt.
Und bevor wir jetzt nochmal wilde Pokémon jagen, gehen wir wirklich erstmal die kleine Schwester retten. Wir haben bestimmt noch ein paar Kämpfe vor uns, bevor wir das Böse erreichen. Das böse Team Krypto. Du musst nur unseren Fragen beantworten. Wenn du brav antwortest, wird dir auch nichts geschehen. Bleib stehen, Punk. Du hast hier nichts zu suchen. Claiming denied by Clip J. Okay, okay. Wir werden sehen. Schnipp J. Pikmin und Blitzer, ihr seid dran. Wir zeigen es dem überheblichen Kerl. Wir können unsere Freunde hier bedrohen, wollte ich sagen. So, Donnerschock. Blitzer, Zeit für Donnerschock. Zeig's ihm. Traurig, dass der keinen Donnerblitz lernt. Dodo ist schon mal down. Sehr gut, mein Freund. Hey, Pikmin erreicht Level 16, Leute. Sehr gut. Ich glaube, Level 20 entwickelt er sich zu Kapilz, ne? Ist ja noch ein bisschen hin. Ein Palimpalim wird in den Kampf geschickt. Und Tentacha startet eine Umklammerung. Wir können uns vor unseren Fans schon wieder gar nicht schützen. Oder retten. Der Megasauger hat ja mal so gar nichts gebracht. Ist Typ Gift, oder wie? Blitzer? Donnerschock, noch einmal. Nee, passt schon. Okay. Das zieht zum Glück nichts ab. Ja, die Kloakensoße macht mir auch Sorgen. Deswegen habe ich gerade vorhin so geschaut. Aber hat es zum Glück nicht. Mich wundert eher, dass Megasauger nichts ab... Ach so, Wassergift, oder? Das wird sein. Tentacha ist down. Für mich war Tentacha einfach immer nur Wasser. Aber der muss Wassergift sein, sonst macht's keinen Sinn. Und alles so, oh, Anka weiß nie die Basics. Aber deswegen ist es ja auch ein Casual Playthrough. Und Palim Palim. Blitzer, setz Biss ein. Auf geht's. Sehr gut, mein Freund. Weiter so. Palim Palim setzt Heuler ein. Gleich haben wir ihn. Pikmin, Zeit für Megasauger. Das hat auch wieder nichts abgezogen im Prinzip. Aber wir haben es fast geschafft. Wahrscheinlich ist Trugschlag sogar besser. Aber mit Biss haben wir ihn jetzt eh gleich. So. Tschüss, Palim Palim. Tentacha voll motiviert. Schreibt Krugerrüpel, ja. Wir haben gleich schon wieder Level Up für Blitzer, Level 23. Und Pikmin ist auch schon wieder direkt vor einem Level Up, wenn ich es richtig gesehen habe. Blitzer versucht, Ruckzuck-Pie zu erlernen. Ja, könnte man. Was haben wir denn da zur Auswahl? Ja, Sandwirbel. Weg damit. Skipchi schreibt, Casual-Spieler, die sterben gegen einen Merrill fast. Ein Merrill. Kirill, definitiv kein Casual-Spieler. Okay. Da war ich nicht dabei, scheinbar. Es ist ein Zitat aus dem Google-Liga-Pokémon, der leider aktuell nicht stattfinden kann. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal für alle
Der PC vom guten Kirill ist leider kaputt gegangen, weswegen er aktuell nicht streamen kann und alle Streams ausfallen müssen. Der würde sonst Montag, Mittwoch und Freitag streamen zum Pokémorgen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass Team Krypto so dreist wäre, uns hier zu überfallen. Sie sind wegen Byte hier. Ich kann mir vorstellen, dass deine CD-ROM wichtige Informationen erhält, die sie um jeden Preis geheim halten wollen. Mir geht es gut. Ich mache mir nur Sorgen um Byte. Würdest du bitte nach ihm sehen? Na klar. Es war furchtbar. Sie platzten hier plötzlich rein und stürzten sich auf Lenny. Oh, hilfst du dem Armen? Ach, wenn es keine Liebe ist. Na gut, dann gehen wir mal rüber. Vielleicht können wir jetzt... Ha! Ich habe ein Äther gefunden. Das letzte Mal konnten wir hier nicht rein. Ich habe diese Unholde mit bissiger Redekunst in die Flucht geschlagen. Was denken die sich bloß? Wehrlose Frauen will mich zu bedrohen. Wehrlose Frauen? So siehst du nicht aus, meine Liebe. Nature schreibt, naja, mit Trugschlag hättest du Palimpalim garantiert nicht besiegt. Ja, klar. Boah, ich habe schon wieder Hunger. Habt ihr gut zu Abend gegessen, Leute? Hier stehen lauter komplizierte Fachbücher. Die hilft uns nicht weiter. Was ist hier los? Oh! Scandy, meine Zuckerschnecke. Dein hübsches Gesicht sehe ich immer gern im Fernsehen. Aber soll ich dir was sagen? In Natur bist du noch viel hübscher als im Fernsehen. was? Wer bist du? Ich wollte mir gerade ein Autogramm von Scandy geben lassen. Stell dich gefälligst hinten an. Also die Dialoge sind schon echt lustig immer. Der Kryptoknecht Rixor greift an mit einem Baldurfisch und einem Riehhorn. Haha, da haben wir doch gerade das perfekte Pair gegen dieses Pair. Los, Pikmin und Blitzer. Ihr seid drin. Ich rieche ein Level up. Da machen wir doch Megasauger auf Baldurfisch. Nee, andersrum. Fast verkackt. Megasauger auf Riehhorn. Und Donnerschock auf Baldurfisch. So rum. Blitzer? Donnerschock, los geht's. Oh nein, er hat auch Blitzfänger. Ey, diese Blitzfänger-Menschen, ne? Okay, wir müssen kurz Blitzer tauschen gegen Domitius, um Riehorn loszuwerden. Oh nein, Pikmin ist vergiftet. Fiesling. Los, setz Megasauger ein. Hol dir deine KP zurück. Unfair. Natürlich nicht unfair, vollkommen legitim, einen Gegner zu vergiften. Nein, Pikmin, halte durch. Ja, der Blitzfänger, das bringt uns nichts. Ich hätte jetzt tauschen können, aber ich finde, es lohnt sich nicht. Eben genau deswegen. Nature schreibt, who would win? Ein Anker with Blitzer oder ein Blitzfinger-Boy? Ja, Blitzfinger haben sie jetzt ganz schön oft benutzt bei den Gegnern. Pikmin erreicht Level 17, yes. Schaffen wir es noch, dass Pikmin sich entwickelt in diesem Stream? Das wäre echt cool. Lampi kommt in den Kampf. Ah, Balderfisch setzt Aquaknarre ein. Das sollte jetzt nicht viel ausmachen. Megasauger. Los, Pikmin. Ich habe einen Hyperheiler. Der Megasauger war von vorhin noch. Der geht natürlich jetzt definitiv auf Balderfisch. Auch mit dem Donnerschock wenden wir uns Balderfisch zu. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel KP so ein Baldurfisch hat. Vielleicht reicht der Donnerschock, vielleicht auch nicht. Ja, reicht.
Dann haben wir nur noch Lampi vor uns. Der wird jetzt mit Megasauger wahrscheinlich uns nur auslachen. Ach, nee, Smogon kommt auch noch. Hab mich verguckt. Lampi setzt Superschall ein, aber trifft uns nicht. Sehr schön. Ja, der wird jetzt nicht viel abziehen, aber ist schon in Ordnung. Ach, der geht sogar aufs Mecke. Verkackung. Okay. Ich stürze mich erstmal auf Blitzer. Auf Lampi. Los, Blitzer. Zeit für Biss. Sehr gut, mein Freund. Weiter so. Ha, ist unserem P-Queen doch egal. Hast ihn nur gewässert. Und Smogon setzt seinen einfachen Tackle ein. Auch gut für uns. P-Queen, steh wieder auf, du kannst es. Ich glaube an dich. Und Megasauger. Auf Lampi. Das war's. Wir kriegen noch ein paar KP für unser süßes P-Queen. Aber verliert natürlich auch wieder was durch das Gift, weswegen... Oh! Lampi hat überlebt? Na, warte du. Okay. Dann übernimmt jetzt Mrs. Hades. Nur zu eurer Information. Und da Blitzer jetzt Ruckzuck-Hieb gelernt hat, war's das für Lampi. Los, Mrs. Hades, du bist dran. Blitzer, Zeit für Ruckzuck-Hieb. Mach es fertig. Und Lampi ist down. Hat aber auch gedauert. P-Queen kriegt auch schöne Erfahrungspunkte. Sehr gut. Und Mrs. Hades, gerade erst eingewechselt natürlich auch. Ein Volltreffer gegen Mrs. Hades. Das lässt sie sich aber nicht gefallen. Und sie greifen gemeinsam an. Los, Blitzer, Zeit für Donnerschock. Und gleich hinterher. Glut, Mrs. Hades. Sehr schön, meine Freunde. Ich glaube, wir können auch so ein Tafelwasser vertragen jetzt. Und einen Hyperheiler vielleicht. Die Kämpfe werden ein bisschen härter. Oder ich immer dümmer. Eins von beiden. P-Queen erreicht Level 18. Ich glaube, wir könnten es echt schaffen, diesen Stream, dass sich P-Queen entwickelt. Ich hoffe, ich täusche mich nicht mit dem Level 20. Wer mag, kann gerne mal kurz nachschauen für mich. Wir besiegen Rixor und er ruft noch Scandi. Scheint ein richtiger Fanboy zu sein. Und er ist weg. Gut. Wir haben tatsächlich noch einen Hyperheiler. Perfekt. Warum haben wir einen Blattstein? Vergiftung ist geheilt und wir schnappen uns noch ein Tafelwasser. Nature schreibt, entwickelt sich Level 23, nicht 20. Na dran. Wir speichern mal eine Runde. Ich glaube, wir haben es vorhin nämlich noch nicht gemacht. Und dann geht es gleich weiter. Schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Aber erst befragen wir die Zeugen. Du bist unser Retter. Mir wurde schon ganz schlecht bei dem Gedanken, dass sie Scandi etwas antun könnten. So ein Mist, sie haben alle Kabel durchgeschnitten. Sonst hätten wir alles aufzeichnen können, was sich hier abgespielt hat. Schlauer als erwartet. Danke für deine Hilfe. Ich denke, niemand hat damit gerechnet, dass der ONBS Zielscheibe einer solchen Aktion werden würde. Aber ich sage dir, wir bringen diese Story in den Nachrichten als großen Aufmacher. Denke ich mir, aber so mit zerschnittenen Kabeln. Und wieder ist ein Pokémon aufgetaucht auf dem Poképlatz. Ah, dieser Drang, dahin zu gehen und es zu erkunden. Aber wir müssen erst noch eine ehrenvolle Rettung durchführen. Oh, Süßer, ich habe schon auf dich gewartet. Fangen wir doch gleich an. Mit Kindern mache ich kurzen Prozess. Okay. Kryptoknecht Monia möchte gegen uns kämpfen. Weberak und Papinetta kommen in den Kampf. Ich glaube, da müssen wir Mrs. Hades einwechseln.
Da kommen wir mit Pikui nicht so weit. Ja, das machen wir auch gleich. Das ist doch ein Job für Mrs. Hades. Blitzer bleibt erstmal drin. Komm zurück, Pikuin. Los, Mrs. Hades, nimm seinen Platz ein. Blitzer, Zeit für Biss. Und Weberark ist schon mal weg. Läuft doch gut für uns. Ich frag mich, wer uns oben erwartet dann. Wird da noch ein Vorstand sein? Es klang jetzt von Dikui nicht so, als wäre er noch Teil von Team Krypto. Aber vielleicht hat er auch nur so getan. Ich bin echt gespannt. Wir kümmern uns erstmal um Papinella. Aber interessant auch, dass er ein eigenes Team gründen will. Team D-Queen oder schon gegründet hat, so wie es aussieht. Und irgendwie will er ja doch alle Pokémon dieser Welt haben. Vielleicht gehört er doch zu Team Krypto. Whippix! Süß! Und, hey Leute, das Whippix ist ein Krypto-Pokémon. Das müssen wir uns krallen, definitiv. Budok setzt Windstoß ein. Ah, Mrs. Hades hält echt nicht so viel aus, ne? Aber warten wir ab, bis es sich entwickelt. Erstmal Donnerwelle auf Vulpix. Los, mein Freund, paralysier es. Sehr gut. Auf dem Discord-Server haben wir letztens, hat Goldie letztens die Beta-Versionen von Pokémon geteilt, also die Beta-Sprites. Und da habe ich wieder eins meiner Lieblings-Betas gesehen. Die Vorentwicklung von Vulpix. Wer von euch kennt die? Ah, das Dude hat fast gar nichts abgezogen, das ist nicht gut. Oh, Mrs. Hades hat durchgehalten. Wahnsinn. Wir versuchen es nochmal mit Blut und heilen eine Runde lang Mrs. Hades mit einem Sprudel, mit einem erfrischenden Sprudel. Ach ja, und nochmal ein ganz anderes Thema, was mir gerade noch einfällt. Pokémon Legenden Arceus. Ist ja auch gerade ganz groß im Kurs. Ich meine, es kommt kurz zum neuen Jahr, Anfang des neuen Jahres raus, am 28. Januar 2022. Wir sind alle schon mega gespannt. Ich habe mir gleich mal ein Wochenende geblockt, um das zu zocken. Mit der guten Krugerrüge zusammen wahrscheinlich. Das wird richtig cool. Wir versuchen uns Vulpix zu krallen. Skiptisch schreibt, hab heute auch bei Otto mein Exemplar bestellt. Ja, jeder kann natürlich jetzt sich aussuchen, wo er bestellt. Otto hat ein richtig cooles Angebot. Ich weiß nicht, ob ich das so laut im Stream sagen darf, aber da gibt es den Dampfball, nenne ich ihn jetzt mal. Also, oder wie auch immer diese Technologie benutzt, nennen wir ihn Antikenball, so einen antiken Pokéball, als Plastikmodell, das du als Vorbestellerbonus dazu bekommst. Das ist richtig cool. Ja, müsste, oder? Skipjay, Krugerrübel fragt gerade nach besagtem Ball. Zockerwochenende! Genau richtig, Krugerrübel. Rüpel. Mrs. Hades erreicht Level 19 und der Kampf ist vorbei. Wir haben unser neues Krypto-Pokémon gekrallt. Yes. Und diese Monja kann uns gar nichts. Du bist ein kleiner Junge. Mach dich mal locker.
Vulpix wurde auf den PC übertragen und damit steigt die Anzahl unserer Pokémon, die wir uns gekrallt haben, auf 17. So. Der Oberle, hey, willkommen im Chat. Schön, dass du da bist. Mit voller HP-Leiste gefangen, ja, hab ich. Wir haben schon festgestellt, dass in Pokémon XD, der dunkle Sturm, die Fangrate der Krypto-Pokémon recht niedrig ist, scheinbar. Weil wir haben uns so gut wie jedes Pokémon mit einmal Ballwerfen gefangen diesmal. Skitcher schreibt, ja, zumindest wurde keine andere Variante angeboten bei Otto. Ja, das habe ich auch schon so gesehen. Ist auch erst seit ein paar Tagen bekannt, dass man da diesen coolen Pokéball dazu bekommt. Und ich habe halt leider schon vorbestellt. Und wahrscheinlich brauchen wir auch nur eine Version, also lohnt sich das nicht. Da jetzt noch eine Version zu bestellen, da sind wir noch unschlüssig. Aber wer weiß, was sich die Tage noch ergibt. So, wir gehen weiter. Ich speichere nochmal, falls eine Cutscene gleich anfängt. Damit wir mit voller Power zuschlagen können. Hey Oberle, wie war deine Woche bisher? Finde ich voll nice, dass du mal reinschaust. Wir müssen gerade jemanden Entführtes aus den Fängen des Bösen befreien. Allerdings sind die gerade hier hoch ins Büro gegangen. Ah, da drüben sehen wir sie schon. Oder ein weiterer Kryptoknecht zumindest. Du kleiner Mistkäfer, auch nur ein Ton und du wirst es bitter bereuen. Oh, wir haben sie erschreckt, glaube ich. Oberle schreibt, ist mir damals nie aufgefallen, dass die eine niedrige Fangrate haben. Also entweder eine niedrige Fangrate oder wir haben unverschämtes Glück, weil wir haben uns so gut wie jedes Pokémon mit voller HP-Leiste gekrallt. Also ziemlich voll, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten bisher erst bei zwei Pokémon das Problem, dass er wieder ausgebrochen ist. Also wirklich gute Rate eigentlich. So, Pikmin tauschen wir mal kurz aus. Das lohnt sich jetzt in dem Fall nicht. Wir holen unseren guten Kirill wegen Schaufler und diesem süßen Voltilamm, während sich Blitzer um Schlupo kümmert. Pikmin kommt zurück. Los, Kirill, nimm seinen Platz ein. Blitzer, Zeit für Donnerschock. Zeig's ihm. Sehr gut. Schlupuk ist schon mal down. Das klappte doch hervorragend. Und wie es das Maul aufreißt, wenn es besiegt wird. Voll süß. Und zurück bleibt ein kleines flauschiges Schaf. Abgesehen von den Pokémon, die sie vielleicht noch hat. Libiskus. Den grillen wir dann gleich mal. Und Voltilaum kommt mit einem Tackle durch. Schaufler auf Voltilaum definitiv und Blitzer Donnerschlag. Ist zwar kein Step, aber sollte reichen. Also ich meine jetzt bei Kirill. Und die Liebe ist besiegt. Das liebe Libiskus. So, jetzt sind wir gleich oben im Büro dann bald. Bin gespannt. Oh, der Oberle schreibt, er hat Kurzarbeit und die haben letzte Tage den Tokyo Revengers Manga auf aktuell nachgeholt. Wow. Ja, immerhin die Zeit gut verbracht, ha? Es tut mir leid, dass du in Kurzarbeit musst aktuell. Ich habe auch schon wieder gehört, dass wieder Leute in Kurzarbeit müssen Anfang Januar bei uns in der Firma. Bluebella kommt in den Kampf, Kirill gräbt sich ein und Voltilam schützt seine Seite mit Lichtschild. Aber da brechen wir durch. Ein Bluebella, Wahnsinn. Blitzer, Zeit für Biss. Wahrscheinlich wegen Lichtschild. Bluebella setzt Zauberblatt ein, aber trifft unseren guten Kirill nicht, weil der ist ja eingegangen. Los, Schaufler Kirill. Ah, Voltilam hat überlebt. Dann gehen wir jetzt mal. Ah nein, Statik. Und das Schaf rammt nochmal Blitzer mit einem Tackle.
wir machen nochmal Schaufler. Hoffentlich klappt es wegen Paralyse. Und wenn es jetzt nicht gut klappt gegen Bluebella, dann müssen wir Mrs. Hades reinholen. Und wie war der Tokyo Revengers Manga? Da liest man zurzeit sehr viel drüber. Zauberblatt gegen Kirill und knapp überlebt. Huh. Jetzt je nachdem, wen Voltilam angreift. Ah, das war's mit Kirill. Ach, tut mir leid, mein Freund. Komm zurück und ruh dich aus. Hast du gut gekämpft? Mrs. Hades, los, du bist dran. Oben habe ich aber auch schon einen Vitalisator gesehen, also können wir uns dann gleich heilen. Müssen wir erstmal ums Voltilam uns kümmern, dass der jetzt nicht noch gefährlich wird. Blitzer, Zeit für Biss. Sehr gut, mein Freund. Das Schäfchen ist besiegt. Pikmin erhält nochmal Erfahrungspunkte, weil wir den gleich ausgetauscht haben. Und los, Mrs. Hades. Zeit für Glut. Mach ihm Feuer. Puh. Lichtschild ist immer noch aktiv. Zieht so gut wie nichts ab. Da müssen wir was tun. Da können wir nichts tun. Müssen wir weitermachen. Warten wir mal, bis der Lichtschild nachlässt. Los, Mrs. Hades, nochmal mit Glut. Bluebella hält ganz schön was aus. Also Lichtschild hin oder her, der hält ganz schön gut aus. Gut gemacht, Mrs. Hades. Jetzt lässt der Lichtschild nach. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal auf Glut. Blitzer, Zeit für Ruckzuckhieb. Okay, jetzt müssen wir es haben. Mrs. Hades, beende es mit Glut. Auf geht's. So, das hat sich jetzt ein wenig gezogen. Und Bluebella ist besiegt. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass ein Bluebella als Pokémon hat. Dagmar wurde besiegt. Nein, war auch unverschämt. Oh nein, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich konnte nicht lesen, was da steht. Ah, ich drücke immer viel zu schnell. Tut mir leid, Leute. Müssen wir dann im Recap nachschauen. Meine Tochter und ich waren allein. Wir wussten nicht, was sie mit uns machen würden. Hab vielen, vielen Dank. Ja, klar doch. Hurra, vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Gerne doch. So, Vitalisator, speichern. Nachdem die Kämpfe hier schon relativ anspruchsvoll sind, würde ich sagen, da kommt was auf uns zu. Im Pokémon Kolosseum war das ja ziemlich krass. Da gab es dann plötzlich von hier ein Level Anstieg, also ein, wie sagt man, ein Schwierigkeitsanstieg von bis hier, ja? Das war beim Kampf gegen Drakrim. Falls die Leute sich noch erinnern, die bei der letzten Staffel dabei waren. Das war schon echt hart. Oh. Hey, Vorsicht! Hier bewahren wir die Requisiten auf. Es ist für jemanden wie dich viel zu gefährlich hier. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ah ja, ich frage mich, wer hier wohl Land gewinnt. Hä? Was willst du denn, Grünschnabel? Geh mir aus dem Weg, wenn du nicht verletzt werden willst. Ha, Viren verletzt werden. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Edwin möchte gegen uns kämpfen und schickt Visenior und Zickzacks in den Kampf. Das wäre natürlich ein Kampf-Pokémon großartig. Pikmin, Blitzer, ihr seid dran. Ich
überlege gerade, ob es sinnvoll ist, Pikmin drin zu lassen. Nicht wundern. Losblitzer, Donnerschock. Sehr gut. Und wie sind ihr das auch noch paralysiert? Krass. Ich habe auch festgestellt, dass vielen nicht bewusst ist, dass Pokémon Arceus, also Pokémon Legenden Arceus, ein Spin-off sein wird, kein Hauptspiel. Es ist irgendwie vielen nicht so bewusst, ist mir aufgefallen. Wie sieht's da bei euch aus? War das euch von Anfang an klar, dass es ein Spin-off wird? Oh nein, meine Attacke ging daneben. Gut ausgehalten, Blitzer. Pikmin setzt Megasauger ein. Okay, Grugerüppel war es scheinbar klar, aber ich habe auch mit vielen anderen schon geredet und die dachten, das wäre der neue heiße Shit, ja. Ich habe gedacht, das wäre das neue Hauptspiel. Aber viele von euch haben wahrscheinlich gelesen oder gehört, dass die Kämpfe, die offiziellen, also in Turnieren etc., weiterhin in Schwert und Schild stattfinden werden. Folglich kann Pokémon Legenden Arceus gar kein Hauptspiel sein. Togetic kommt in den Kampf. Werde nur Normal-Pokémon und dann auch relativ starke. Pikmin, los, Megasauger. Oh, wow. Das war wohl nichts, Pikmin. Ich glaube, wir müssen dich mal austauschen. Aber gegen wen? Gegen wen? Wir versuchen es mal mit Domitius. Ist ziemlich stark. Pikmin, komm zurück. Ruh dich ein bisschen aus. Ich stelle mir das auch eher schwierig vor, ein Spiel, das in der Vergangenheit spielt, sinnvoll in das aktuelle Kampfsystem einzubinden, schreibt der Schamane. Ja, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, da hast du recht. Togetic ist paralysiert. Zickzack setzt Schnüffler ein. Nature schreibt, daher überrascht mich der Schritt eher weniger. Bin eher gespannt, wer es später noch aus dem Konzept wird. Oh ja, das bin ich auch, weil ich echt gespannt bin, wo das hinlaufen wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Kämpfe in Pokémon Legenden Arceus werden sehr viel anspruchsvoller werden. Also nicht vielleicht sehr viel, aber auf jeden Fall anspruchsvoller. So, Togetic ist down. Oberle schreibt, Tokyo Revengers ist echt mega. Nice. Mega nice. Entschuldigung. Der Kirschenfight insane und der Tenjiko Arc eine krasse Achterbahnfahrt. War echt Hammer, den zu lesen. Oh, freut mich. Ja, wie gesagt, man hört in letzter Zeit nur Gutes über diesen Manga. Nature schreibt, alle Pokémon-Regionen haben so viel historisches Potenzial, insbesondere Johto. Ja, ich würde mal sagen, alle. Allen könnte man eine schöne Vergangenheit aufschreiben. Bei Johto hätte man natürlich eine schöne Möglichkeit, wieder Richtung altes Japan zu gehen. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, wäre das mit jeder Region möglich. So, dieses Zickzacks, das uns hier noch ärgert, das muss noch weg. So geht es ja mal nicht. Los, Blitzer, leg alles rein. Ah, daneben. War zu aufgeregt. Das war der Vorführungseffekt. Grugerüppel schreibt, wir kaufen das Spiel auch nur einmal und schauen, ob es uns gefällt. Genau. Ist vielleicht besser so. Hey, Apple Gary! Vielen Dank für deinen Raid. Willkommen im Chat. Und willkommen zum Grugerliga Krall sie dir alle Stream. Schön, dass ihr da seid. Apple Gary raidet uns mit 3 Personen. Ja, soll ich euch kurz zusammenfassen, was ihr verpasst habt heute? Wir sind gerade auf einer Rettungsaktion. So viel ist schon mal klar. Sind auch schon fast am Ziel angekommen, also das schaffen wir in dem Stream noch.
Los, Demetrius, beende es mit Aurora-Strahl. Yes, super. Ah ja, Skipjay schreibt, RP, Gary und Gefolge, wer hat die Mario Party gewonnen? Einige von euch spielen ja gerade schön fleißig Mario Party, Superstar, und ich bin echt neidisch, weil ich glaube, das Spiel wird großartig werden. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr es soweit findet. Der hat jetzt gerade gar nichts gesagt, oder war ich wieder zu schnell? Was war das denn nun? Ich dachte, sie filmen ein paar Stunts. Nee. Haha, ich kann die Sachen hier mitnehmen. Wir haben ein KP Plus bekommen. Das letzte Mal ging das ja nicht. Und das benutzen wir gleich. Es lohnt sich. Für Kirin tatsächlich. Unser schwächstes Pokémon im Team. So. Gary schreibt, ich bin leider Zweiter geworden mit 3 Sternen. Aber Zweiter ist doch gut. Aber man will immer ernster werden bei Mario Party, schon klar. Hey, hey, du darfst dir nichts ohne Genehmigung anfassen. Ah, okay, also die Glitzergegenstände darf ich mir immer noch nicht nehmen. Sehr schade. So, wir heilen noch eine Runde. Und dann geht's in den letzten Stock und wir hoffen doch endlich, die Schwester zu befreien vom guten Byte. Und wer weiß, was sie mit Byte gemacht haben. Ich bin gespannt. Der ist ja auch ganz oben im Büro. Na, hat er jetzt gespeichert? Jetzt hat. Puh, okay. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ach, da schaue ich nochmal kurz rein. Der alte Mann hat wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Meine Güte, was für ein Aufstand. Ich wünschte, es wäre hier etwas ruhiger. Okay. Ein neues wildes Pokémon ist aufgetaucht, aber da kümmern wir uns jetzt auch nicht drum. Oh, jemand stellt sich uns in den Weg. Ich sage dir, ich bin ganz schön stark. Mach dich auf eine fürchterliche Niederlage gefasst. Okay. Werden wir sehen. Let's do it. Der Kryptoknecht Wander möchte mit uns kämpfen und setzt Sneeble und Yanma ein. Sneeble und Yanma, okay. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, Pikmin jetzt gleich auszutauschen gegen Mrs. Hades. Ja, und RP Gary, wie findest du's? Wie findest du Pokémon Mario Party Superstar? Bin ja jetzt gerade hier beim Pokémon spielen, also sorry für die Verwechslung. So, Pikmin kommt zurück. Und Mrs. Hades kommt dran. Obele schreibt, ist dir schon passiert, dass du ein Pokémon gekrallt hast und dann den Kampf verloren hast? Man darf das dann das gekrallte Pokémon nicht behalten. Echt? Nee, das ist mir noch nie passiert. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber es wäre möglich gewesen an ein oder zwei Stellen. Faszinierend. Nee, ist mir echt noch nicht passiert. Auch im vorigen Spiel noch nicht. Krass. Oh, das ist ja fies. Das ist manchmal nämlich schon echt hart, die gekrallten Pokémon dann auch zu bekommen. Ein Traunfugil. Süß. Und Sneeble schützt sich mit Reflektor. Und sein Team natürlich. Gary stellt uns auch mal eine Frage, oder mir. Freust du dich auf nächste Woche auf strahlender Diamant und leuchtende Perle? Ja, ich freue mich riesig drauf. Ich habe es zum Anfang des Streams gesagt. Ich weiß, es sind nur Remakes. Aber ich habe irgendwie voll Bock auf so ein schönes, fluffiges Spiel. Und ich habe sowieso schon seit über dem Jahr richtig Lust, mal wieder die 4. Generation zu spielen. Das heißt, ja, ich freue mich wirklich sehr darauf, ja. Es ist super süß gestaltet mit diesen Chibi-Figuren und da freue ich mich drauf. Wirklich. Ich weiß, vielen geht es wahrscheinlich nicht so, aber ich freue mich persönlich sehr drauf. Wie geht's euch im Chat damit? In 10 Tagen, wenn ich richtig gerechnet habe, kommen die Remakes raus. Darknet schreibt, ich muss mich für heute leider verabschieden. Bis zum nächsten Mal und euch allen noch viel Spaß. Dankeschön. Bis bald, Darknet. Schön, dass du da warst.
Gary schreibt, er hat die vierte Generation noch nie gespielt. Oh, wow. Dann wäre es ja dein First quasi. Zwirrlicht kommt in den Kampf. Also wirst du es dir holen? Ah, Zwirrlicht ist unser Krypto-Pokémon in diesem Kampf. Das müssen wir uns schnappen. Wir krallen sie uns nämlich alle in diesem Spiel. Was war das jetzt? Ah ja, okay. Los, Mrs. Hades. Zeit für Glut. Sehr gut. Leider immer noch da. Aber das schaffen wir. Wir setzen nochmal Glut auf Sneebel ein. Und paralysieren Zwirrlicht zumindest. Los, Blitzer. Donnerwelle. Ah, Gary hat sich strahlender Diamant schon vorbestellt. Ich weiß, wir haben nochmal so diverse Umfragen auf unserem Discord-Server gemacht. Für alle, die es interessiert, kommt gerne in unseren Discord-Server von der Google-Liga. Da wird viel über Pokémon gequatscht, über alle möglichen Themen. Zu allen Hauptspielen, aber auch zu den Spin-Offs. Und generell sehr viel Wissen über Pokémon ausgetauscht. Moin Card schreibt, ich schließe mich an, das Bett ruft. Schön, dass du da warst, Moin Card. Schlaf gut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir spielen jetzt auch nur noch eine Viertelstunde und dann ist schon vorbei für heute. So. Wir haben uns das Pokémon noch nicht gekrallt, dafür ist Sneebel down und Zwirrlicht setzt Kryptofessel ein. Ja, euch auch noch einen schönen Abend, Moin Card. Bis bald. Blitzer kann nicht fliehen, oh nein. Das macht uns gar nichts. Jo, wir setzen Charme auf Zwirrlicht ein, was eher nur so Placebo ist, und versuchen es gleich mal mit einem Fangversuch. So. Krallball, los. Schnapp es dir. Haha. Daumen drücken, Leute. Oh, es ist ausgebrochen. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Okay, das ist jetzt das dritte, das mal ausgebrochen ist nach so einem Versuch. Obele schreibt, leuchtende Perle ist bei mir auch vorbestellt. Generation 4 ist eines meiner absoluten Lieblingsgenerationen. Eine meiner absoluten Lieblingsgenerationen. Oh, auch sehr interessant. Wirklich, ja? Wow, absolute Lieblingsgeneration. Ich überlege gerade, ob ich eine Lieblingsgeneration habe. Ah ja, klar, die dritte. Die dritte ist meine absolute Lieblingsgeneration, wenn man es so sieht. Ja, das machen wir mal lieber nicht. Was kann man noch tun? Versuchen wir es mal mit einem Superball. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aktuell. Und Blitzer. Ja, ein Donnerschock wird schon nicht killen, oder? Ah, nee. Ich warte nochmal ab. Wir werfen noch einen Krallball. Versuchen wir es. Los, Krallball. Schnapp es dir. Es hat wieder funktioniert. Okay, wir haben einen Pokéball verschwendet, aber es hat geklappt. Kryptoknecht Wanda ist besiegt. Ist der Boden so schief? Was geht hier vor? Was macht ein starker Kerl wie du hier? Ha! Vielleicht hat Knilz das vorher ausspioniert. Das Knilz vom Eingang hat ausspioniert, was für starke Pokémon-Trainer hier sind. Und deswegen haben die nicht erwartet, dass so mal jemand wie ich hier auftaucht. Und sie einfach fertig macht. So. Nochmal speichern. Wer weiß, was uns erwartet, wie gesagt. Wir haben jetzt schon 18 gekrallte Pokémon. Das kann man auch gleich noch ändern. Während er speichert. So. Und... wir stürmen jetzt das Büro von Byte. Let's go. Puh. Oh. Oh, Michael. Ich weiß nicht, ob Ahead of Media noch im Raum ist, im Chat, weil hier ist ein Malte. Diese Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und waren echt gemein. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber... ah, das schaffe ich. Keine Sorge, Kumpel. Guter Malte, wir werden dich retten.
Diese Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und waren echt gemein. Ja, hatten wir schon. So, bleib sofort stehen. Hier kann ich dich nicht durchlassen. Werden wir es sehen. Ja, mach dich fertig, Kryptoknecht Edmond. Skitcher schreibt, Knilz hat ausgekundschaftet, welche starken Trainer sich hier befinden. Nämlich keine. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich sag ja, Knilz ist der Spion in dem Spiel. Deswegen sind auch alle von dir überrascht. Genau. Oh, ein Kadabra, krass. Ha. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich glaube, ich mach mal das. Und das. Blitzer, Zeit für Biss. Zeig's ihm. Yes. Gut gemacht, mein Freund. Kadabra kann ganz schön gefährlich werden. Also dann natürlich auch Simsala. Die Queen hat überlebt. Marty setzt Tackle ein. Gegen Blitzer. Okay. Die Queen, Zeit für Stachelspore. Ja, hätte glaube ich einfach angreifen sollen, dann wäre Kadabra jetzt schon besiegt. Oh, Synchro, dein Ernst. Okay, Kadabra ist down. Und Pikmin erreicht Level 20. Ich habe doch gesagt, das schaffen wir noch. Aber leider entwickelt sich es erst auf Level 23, wie uns vorhin verraten wurde. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Mundtier wird in den Kampf geschickt. Schlecht. Wir haben wieder kein Kampf-Pokémon dagegen. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Vati greift weiterhin Blitzer an. Unser Glück. Der Megasauger wird jetzt nicht so viel an. Ja. Wir werden Pikmin austauschen müssen. Wen nehmen wir denn? Ich bin für Kirill. Pikmin, komm zurück. Ruh dich ein bisschen aus. Und Kirill, zeig, was du kannst. Blitzer, setz Donnerschock ein. Energiefokus, okay. Dann müssen wir es jetzt hier beenden. Warte, ich setz Tackle ein. Geht aber daneben, okay, war jetzt eh nie so der Brüller. Und wir kümmern uns noch einmal um Mundtier mit Donnerschock. Zeig's ihm. Vielleicht haben wir Glück und ist ein Volltreffer. Ah, hat auch so gereicht. Okay, Mundtier ist down, bevor er uns reinhauen konnte. Sehr gut gemacht, Leute. Auf, unser Team ist halt echt verlassen. Und ein Trassler kommt rein, wie süß. Und es ist ein Krypto-Pokémon, Leute. Trassler? Oh, das müssen wir uns krallen, unbedingt. Es ist ein Trassler. So süß. Okay, okay, das brauchen wir unbedingt, Leute. Da sich Kirill schon um Vati kümmert, würde ich Trassler mal paralysieren. Und es wird wahrscheinlich jetzt das letzte Pokémon sein, das wir uns heute krallen, weil der Stream ist fast vorbei. Trassler ist paralysiert. Aber eigentlich müssten wir noch beitreten, beziehungsweise seine Schwester. Ah, ein Volltreffer. Hm. Trassler setzt Kryptobälle ein, aber geht daneben. Haha. Zumindest bei Kirill. Sehr effektiv bei unserem Blitzer. Los, Kirill, zeig's dir mit Schaufler. Ah, dieses Vati. Na warte, du Vati.
Okay, wir gehen jetzt erstmal auf Vati, würde ich sagen. Dass der uns nicht in die Quere kommt. Skipjay schreibt, mit aktuellen Auswahl könntest du Kirills aktuelles Smaragd-Team nachahmen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, aber ist echt Zufall. Wahrscheinlich wird Fifien sogar noch ausgetauscht werden. So, Vati hat noch einen Biss bekommen, während sich Kirill eingräbt. Das wird jetzt wieder unser Blitzer treffen. Es war das nächste Mal sehr effektiv. Aber Blitzer hat es überlebt. Gut, wir setzen jetzt einfach mal einen Ball ein. Wir machen das jetzt einfach. So wie letztes Mal, so wie die Male davor. Versuch, mach klug. Krallball, los, schnapp es dir. Drassler ist unser. Marty erneut mit einem Tackle, aber Blitzer hält dagegen. Los, Kirill. Zeit für Schaufler. Mach ein Ende. Ah, wir sind gut. Aber wir müssen leider nochmal heilen. Das war jetzt wieder unvorhergesehen hart. Kämpfe werden härter. Geschafft. Wir sind mittlerweile auf dem Dach vom Nachrichtensender angekommen und Edmund ruft noch, ohoho, hier stimmt was nicht. Drassler wurde auf dem PC übertragen und damit steigt unsere Kryptoanzahl weiter. Oh, er kommt an unsere Seite scheinbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Kerle sind hier einfach aufgetaucht und haben mich von meinem Posten weggezerrt. Ups. Wen interessiert das schon? Diese fiesen Kerle haben Krypto-Chio entführt und haben sie in diesen Raum gesperrt. Du bist doch echt stark, nicht wahr? Bitte hilf Chio. Ja, klar mache ich das. Wie wär's, wenn du mitkommst oder so? Diese NPCs machen sich immer so einfach. Und schicken kleine Kinder vor. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Erlöste Pokémon, Leute. Krypto-Pokémon, Entschuldigung. Unsere Pokémon sind wieder topfit. Nein, das haben wir gerade schon gemacht. Sichern und weiter geht's. Das machen wir heute noch. Wir schauen jetzt in dieses Büro rein. Ich weiß, wir sind kurz vor Ende des Streams und normalerweise überziehe ich nicht so gern, weil ich morgen ja wieder arbeiten muss. Aber ich will das jetzt noch wissen. Was erwartet uns hier? Vielleicht doch ein harter Gegner? Rück sofort die CD-ROM raus. Von allen Leuten musste sie natürlich ausgerechnet dir in die Hände fallen, Byte. Dem Computergenie. Ich kann sie dir nicht überlassen. Also gut. Lass meine Schwester gehen. Die CD-ROM ist hier. Braver Junge, du bist ein schlaues Bürschchen. Her mit der CD-ROM und keine Faxen. Hehe, vielen Dank für die CD-ROM. Lass mich raten, du findest es nicht weiter tragisch, dass ich sie jetzt wieder habe, weil du die Daten auf dem Server gespeichert hast, nicht? Oh. Captain, wir haben das Löschen der Daten von OMBS-Server beendet. Alle Daten wurden gelöscht. Oh, sie haben dazugelenkt. Ja, sie haben dazugelernt, Leute. Was? Deshalb bin ich ja die Ruhe selbst, wie gemein, nicht wahr? Nun, vielen Dank jedenfalls für die vorzügliche Gastfreundschaft. Aber wir müssen jetzt leider gehen. Deine Schwester kannst du behalten. Und er hat sie nach vorne geschubst. Byte! Tio, bist du in Ordnung? Und dann kommt der Held. Was hast du denn hier zu suchen, du Popel? Ich hasse es, grob werden zu müssen. Aber ich hab's eilig. Aus dem Weg! Oh, jetzt kommt bestimmt einer von diesen krassen Kämpfen, wie wir sie gegen Drakim hatten. Krypto-Kommandant Erol fordert uns heraus mit Krakelo und Girafarik. Krakelo und Girafarik. Girafarik ist vom Typ Psycho. Da halten wir mit Unlichtattacken dagegen, kein Problem.
Krakelo wird ein Problem eventuell. Nature Marte schreibt, ich habe es eilig, also lass uns erstmal in aller Ruhe eine Keilerei anzetteln. Okay, Biss hat gut getroffen, allerdings reicht's nicht ganz. Wow, ein Stampfer und ein Volltreffer dazu auf Blitzer. Krakelo setzt Geowurf ein. Blitzer hat mit einem KP durchgehalten, Leute. Pikmin holt sich ein bisschen Energie. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Ich würde Blitzer kurz heilen, damit es noch eine Runde überlebt. Vielleicht mit der Kumo-Milch. Ja, locker. Schnell mal so eine Milch reingeschüttet. Und wir schnappen uns Girafarig, bevor es zu spät ist. Los, setz Biss ein. Girafarig ist schon mal down. Der ist da mit dem Stampfer ganz schön gefährlich gewesen. So geht's nicht. Ein Flunkkiefer. Oh, Flunkkiefer ist, glaube ich, immer hart gewesen. Und es ist auch noch ein Krypto-Pokémon, Leute. Ein Flunkkiefer-Krypto. Wow, wie nice. Das motiviert doch gleich, diesen Kampf zu beenden. Auf geht's. Noch ein Stampfer. Anscheinend ist Stampfer seine Signaturattacke oder sowas. Nee. Machen wir so. Und versuchen, Flunkkiefer zu paralysieren, damit der ab und zu auch mal einen Aussetzer hat. Blitzer! Donnerwelle! Auf Flunkkiefer, los! Sehr gut. Flunkkiefer setzt Kryptoschlag ein. Und Blitzer hält durch. Aber der Stampfer von Krakelo kommt noch. Ah, auch Pikmin hält wacker durch. Sehr schön, meine Freunde. Pikmin, nochmal Megasauger, auf geht's. Ich glaube, wir sollten aber Pikmin nochmal rausnehmen. Der bringt uns gerade nicht so viel. Und nicht, dass dann noch ein Wasser-Pokémon kommt oder sowas. Pikmin, komm zurück, ruh dich aus. Und Domitius, du nimmst seinen Platz ein. Auf geht's. Blitzer, Biss, schnapp es dir. Auf Krakelo natürlich. Weil den wollen wir loswerden. Der setzt aber nochmal Stampfer ein. Ah, Domitius. Ha, hält es aus. Ah, Kryptoschlag. Könnte knapp werden. Ich habe tatsächlich Domitius mit Absicht genommen, weil ich dachte, ah, der schafft es auf jeden Fall. Okay, wie machen wir es jetzt am schlauesten? Ich versuche es mal zu krallen. Wird aber vom Gefühl her wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Aber wir versuchen es. Level 22 Flunkkiefer. Krallball. Los, schnapp es dir. Daumen drücken, Leute. Das wäre unser 20. Krypto-Pokémon. Und? Yes! Huh! Daumen drücken hat was gebracht. Flunkkiefer ist unser. Oh, ein Reitschuh. Okay, das könnte jetzt dieser Augenblick sein. Wir müssen aufpassen, wir müssen auf der Hut bleiben. Dass wir nicht besiegt werden, obwohl wir uns das Pokémon schon gekrallt haben. Das wäre hart. Das wäre hart. Okay, Nerven behalten, Leute. Nerven behalten. Ist das sein letztes Pokémon oder kommt da noch eins? Nein, es ist sein letztes Pokémon. Okay. Dann, all in, würde ich sagen. Müssten wir packen.
Blitzer, Zeit für Biss, auf geht's. Nature schreibt, klasse, jetzt hast du fast ein Viertel der Krypto-Pokémon gekrallt. Super, oder? Oh nein, Blitzer ist paralysiert. Und Raichu setzt Schaufler ein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Nee. So machen wir das nicht. So nicht, mein Freund. Ja. Blitzer, okay. Komm zurück. Los, Theodore, nimm seinen Platz ein. Und Raichu geht mit Schaufler auf. War klar. Wunderbar. Plan aufgegangen. Passt. Los, Dimitrios. Lebensschelle. Du kannst nicht. Raichu setzt Schockwelle ein. Armes Domitius. Gut gekämpft, mein Freund. Oh, oh Gott. Habt ihr das gesehen, wie das guckt, wenn es besiegt wird? Das ist ja herzzerreißend. Furchtbar. Puh. Los, Kirill, du bist dran. Skipchair schreibt, willst du wissen, was wirklich hart ist? Ein Pokémon, dessen Angriffswert verstärkt, aber dessen Spezialangriffswert geschwächt ist. Warum? Please explain for the dump. Je nachdem. Regel ein Spiel, Fun Fact mit dem Rätselmeister. Nein, Theodore! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, komm zurück, mein Freund. Ah, ihr lenkt mich ab. Ich muss diesen Kampf doch gewinnen. Ein Pokémon, dessen Angriffswert verstärkt, aber dafür... Ah, jetzt ist Raichu wieder abgetaucht. Aber da können wir gegen, da können wir gegen. Ich kann jetzt nicht mitdiskutieren. Ich muss kämpfen, Leute. Ich muss kämpfen. Ist wichtig. Ihr könnt mich hier nicht ablenken. Ah! Hades! Miss Hades! Komm zurück! Oje, oje, oje. Jetzt wird's hart. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Kirill, los, setz Schaufler ein. Du bist unsere letzte Hoffnung. Raichu, Geowurf. Pikmin. Oh nein, Leute. Leute. Oh. Was für ein Kampf. Los, Blitzer, du bist dran. Kirill, Schaufler, los, mach es fertig. Okay, wir haben uns noch gerettet. Kirill hat uns rausgehauen. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Yeah! Blitzer reicht Level 26. Puh. Huhuhu. Okay, jetzt kann ich vielleicht eurer Diskussion folgen. Krypto-Kommandant Erol wurde besiegt. Ah, bist du sowas wie ein Kampfprofi? Hm, vielleicht. Flunkiefer wurde auf den PC übertragen. Nach dem Kampf würde ich das jetzt aber nicht behaupten. Nature Mate, danke. Die beiden Hunde gegen die Maus. Richtig, hier Oberle, da hast du recht. Das war ein sehr Verteidigung, Hochspezialangriff, runter. Nature schreibt, das war eine sehr Verteidigung, Hochspezialangriff, runter Aussage.
Jetzt muss ich noch mal lesen. Jetzt habt ihr mich soweit. Nee, verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Machen wir dann später. Erol sagt noch, verflixt, wie konnte das geschehen? Aber ich habe erledigt, weswegen ich kam. Also kann ich jetzt gehen mit der CD-ROM. Also dann, Weidmanns Dank. Wieso hast du dann sowieso mit mir gekämpft? So oder so. Oh. Du hast diese furchtbaren Leute in die Flucht geschlagen. Meinen aufrichtigen Dank. Ja, aber sie haben ihr Ziel erreicht. Oh, Michael, geht es dir gut? Du hast uns alle gerettet. Aber die Datenanalyse ist nicht komplett abgeschlossen. Mist, diese Blödmänner von Team Krypto. Aber immerhin konnten wir mit dem, was wir entschlüsselt haben, einen Teil des hinterhältigen Kryptoplans aufdecken. Zum Beispiel steckt Team Krypto hinter dem Verschwinden des Frachtschiffes Libra. Und es geht noch weiter. Team Krypto plant einen großen angelegten Angriff auf Fennec. Oh nein, Byte, ist das auch wirklich wahr? Layla fuhr nach Fennec. Sie wollte nachforschen, warum das städtische Kommunikationssystem nicht mehr funktioniert. Das hat wahrscheinlich seinen Grund. Was? Team Krypto kann dort jeden Moment zuschlagen. Michael, wir brauchen deine Hilfe. Könntest du bitte den Bürgermeister von Fennec über Team Kryptos geplanten Überfall in Kenntnis setzen? PDA? Schreibt ihn doch einfach ab an oder so. Ach ja, Kommunikationssystem ist ausgefallen, haben sie ja gesagt. Fennec ist östlich von hier, unterrichte die Stadt schnell von dem geplanten Kryptoüberfall. Jawohl, ich düse sofort mit meinem 60er-Roller los. 50er. Und, ja, das wird schnell gehen. So, jetzt mal Chat ist gerade völlig außer Rand und Band. Anka hat den Kampf Verteidigung Hochinitiative runtergeschafft. Schreibt, Epic Burger, es gibt ja schreibt, können wir gleich im Afterstream Talk auf Discord klären. Ich nehme dich beim Wort. Nature schreibt, und sie ist die ganze Zeit Spezialangriff Hochinitiative runtergeblieben. Ihr macht mich fertig, Leute. Was soll das? Das klären wir jetzt gleich auf Discord. Okay, für alle, die es nicht wissen, nach unserem Stream und wir haben hiermit quasi das Ende des Streams erreicht. Ich gehe jetzt auch hier nicht mehr noch aus der Tür oder so, sonst zieht sich das wieder so. Nach unserem Stream, unser Team ist fertig, das war jetzt ziemlich hart. Treffen wir uns auf Discord zu unserer Afterparty, nenne ich es jetzt mal. Wir diskutieren noch ein bisschen übers Spiel, aber auch über diverse andere Themen. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, auf den Google-Liga Discord-Server zu kommen und mit uns zu quatschen. Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Ich hatte sehr viel Spaß heute, also unglaublich viel Spaß. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und ja, ich habe zu Beginn des Streams schon angekündigt, dass ich nächste Woche Urlaub habe und da eventuell nochmal streamen könnte. Vielleicht. Je nachdem, wie ihr euch benehmt. Und ja, ich werde es aber vorher ankündigen, wann. Dienstag bleibt auf jeden Fall. Obwohl, nee, da muss ich mich kurz korrigieren. Kann sein, dass der Dienstag-Stream verlegt wird, ja. Da ist ein Geburtstag, den ich feiern muss. Also nicht mein eigener. Aber da ist ein Ehrentag von jemandem und deswegen kann es sein, dass der Dienstag-Stream nicht stattfindet. Oder zu einer anderen Zeit stattfindet, das wäre ja auch möglich. Ich informiere euch auf jeden Fall über die Social Media, über unseren Discord-Server, kein Thema. Wird auf jeden Fall gemacht. Nochmal der Hinweis, aktuell gibt es keine weiteren Streams, außer diesen Dienstag-Stream. Technische Schwierigkeiten und der gute Professor schafft es zeitlich aktuell überhaupt gar nicht mehr nach der Arbeit zu streamen. Er überlegt gerade, wie er es zukünftig macht. Er muss leider immer relativ lang arbeiten. Skipcher schreibt noch, aber wir sind doch gar nicht zu Angriff rauf, Spezialverteidigung runter. Oh Mann, ey. Ich werde ja gleich aufgeklärt. Es wird schon werden. Es wird eine Spezialangriff hoch, Spezialverteidigung runter Diskussion gleich. Ja, alles klar. Ihr wisst Bescheid.
Wir sehen uns, hören uns, schreiben uns mit Sicherheit die Tage. Und wer jetzt noch gerade gleich beim Discord Afterparty dabei ist, freut mich. Wer nicht, ist auch okay. Schlaft schön. Bis demnächst und tschö mit Ö.